Hey, los. Ja. Also herzlich willkommen. Oliver, du hast ja bitte dein Ding Genau, ja. genau passt. So, heute gibt es wieder unsere Perlen aus dem Archiv. Eine neue Serie auf Instagram, die wir vorbereitet haben. Ich habe ein bisschen was über Instagram, über Bildgrößen zusammengeschrieben, weil dieses Instagram-Thema wird uns in der nächsten Zeit begleiten. Wir werden euch da einige Tipps und Tricks geben, wie man da weiterkommt. Und dann freue ich mich sehr auf den Konrad und die Susanne, die sich mit Hundefotografie beschäftigen seit längerer Zeit. Das ist unser erster Gastbeitrag. Der Martin Dörsch ist ein Fotograf, Trainer, Lehrer aus Linz, der berichten wird. Den Martin kenne ich sehr lange und wir verfolgen unsere Karriere, kann man schon so sagen. Der hat sehr Spannendes zu erzählen. Und jetzt habe ich zu meiner Schande die Bildbesprechung unterschlagen hier in meiner Aufzählung, aber die gibt es natürlich. Das heißt, bei der Bildbesprechung dann haben wir jetzt sehr viele tolle Fotos eingesandt bekommen, die werden wir euch da vorstellen. Und dann gibt es natürlich auch wieder die Photoshop Challenge mit dem Oliver. Da gibt es auch ein interessantes Beispiel. Es gibt jetzt eine neue Challenge von Canon, und zwar die Red Line Challenge. Schaut euch das bitte auf der Canon Homepage an. Es gibt auch bei uns einen Blogbeitrag dazu. Und wir werden auch eine Aktion machen. Macht's mit. Also das gibt wirklich tolle Preise. Und ja, würde ich das sehr empfehlen. Und wir werden sicher auch mitmachen. Da können wir da auch mehr noch berichten in Zukunft. Und es wird einen ganz speziellen Event geben, den werden wir erst in 2 Wochen vorstellen, wo man Fotos machen kann. Also bleibt dran, dann werden wir euch da ein bisschen mehr dazu sagen. Bei zwei Tastaturen, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Wir arbeiten im Moment an einem neuen Schulungskonzept für Einsteiger und wir würden euch einmal bitten, überlegt euch, ihr seid ja schon wahrscheinlich viele ambitionierte Fotografen, was hätte euch zu Beginn am meisten geholfen? Was hättet ihr euch gewünscht an Hilfe, damit ihr schneller vorwärts kommt? Und wenn ihr jetzt schon ambitionierte Fotografen seid, dann ist natürlich die weitere Frage, was behindert euch jetzt aktuell? Was sind eure größten Hürden? Wir würden da gerne so ein bisschen einen Diskussionsprozess anstoßen. Das heißt, schickt uns einmal eine Mail oder wenn ihr einen guten Beitrag habt, vielleicht auch einmal, kann man es ins Fotocafé einbauen. Also wir würden uns da sehr, sehr freuen. Wir werden euch dieses Thema auch in Zukunft, da werden wir euch damit werden wir euch informieren und erzählen, was da an Neues geben wird. Aber da ist einiges im Busch. Also wir sind sehr, sehr aktiv und nutzen auch die Pandemie, um jetzt neue interessante Formate zu entwickeln. Und es gibt noch eine zweite Instagram-Serie, und zwar die heißt Fotografieren statt Knipsen. Da ist diesmal einfach ein ganz einfacher Tipp. Es geht um die Belichtung. Die Belichtungsmessung ist auch so ein Hauptthema in den nächsten Sendungen. Und wenn ich so eine schöne Gegenlichtaufnahme machen möchte im Scherenschnitt, das heißt dann einfach unterbelichten auf minus 2 Blenden zum Beispiel in diesem Fall, dann bekommt ihr diesen wirklich schönen Scherenschnitt. Und je länger die Brennweite ist, umso größer wird die Sonne. Also könnt ihr ruhig einmal 300, 400, 500 mm Objektiv auch verwenden. Das wäre eine tolle Sache. Die Perlen aus dem Archiv beschäftigen sich heute mit Istanbul. Ich habe es vor einigen Tagen beim Zappen einen Film von Peter Ustinov entdeckt, das muss irgendwann in den 70er, 80er Jahren gedreht worden sein. Und an das erinnern mich die Fotos, die sind 1988 entstanden, damals noch original Diaz. Man sieht den Galata-Turm im Hintergrund. Ja, das war so ein Feuerwache-Turm der venezianischen Kaufleute. Und das typische Foto natürlich auch von Istanbul sind die Möwen mit dem Leander-Turm im Hintergrund. Es ist ja schade, dass jetzt einmal die Pandemie ist und dass aber auch in der Türkei das jetzt irgendwie sehr unsicher ist, aber ich war ja, habe ja viele Fotoreisen dorthin gemacht und dort zieht es mich auch eigentlich sehr, sehr wieder hin, in der nahen Zukunft wieder vielleicht einmal nach Istanbul zu fahren. Und jetzt vielleicht ein paar Tipps für Instagram. Wichtig ist eigentlich, regelmäßig zu posten. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ihr postet jetzt an einem Montag oder an einem Dienstag oder an einem Mittwoch, also man überlegt sich einen Tag, an dem man dann immer postet. Und das sollte man einfach dreimal in der Woche machen. Also was ich finde, was am meisten nervt, ist, wenn jemand dann innerhalb von 10 Minuten
irgendwie 5 Bilder postet, also dass die andauernd in der Timeline erscheinen, die Leute werden von mir normalerweise sofort irgendwie blockiert. Also das wäre so zum Beispiel ein bisschen ein Thema, was ich euch ans Herz legen würde. Und überlegt euch vielleicht ein bisschen thematisch, wie ihr euch euren Feed aufbauen möchtet. Findet eure Themen, dass man nicht sozusagen von jedem Dorf in einen Hund hat, sondern der eine hat eher mehr Naturfotografie, der andere hat eher Makrofotografie oder Porträt. Also was euch halt am meisten liegt. Und da würde ich mal so ein bisschen vielleicht sogar einen Jahresplan machen und dann kann man das besser umsetzen. Und was ganz wichtig ist, bei Instagram hat man ja quasi auch eine andere Bildsprache und da müssen ja die Fotografen auch quasi die Formate ändern. Es gibt einmal diese quadratischen Bilder, das ist Seitenverhältnis 1 zu 1 oder die Querformat wären 1200 mal 628 Pixel und Hochformatbilder sollten 1080 mal 1350, also im Seitenverhältnis von 5 zu 4 sein. Und wenn ihr das nämlich einhaltet, dann werden eure Fotos nicht abgeschnitten und ihr habt es dann wirklich, also es fehlt nicht der halbe Kopf oder was auch immer, was also dann und wann sonst passieren kann. Und wie postet man jetzt? Man kann einmal die Fotos direkt aus dem Lightroom CC zum Beispiel vom Handy aus posten, dann gibt es Tools wie Later oder den Facebook Business Manager. Das Problem ist ja eigentlich, dass Instagram eine Handy-App ist und man vom PC halt nur über Umwege buchen, posten kann. Und das ist so ein bisschen ein Problem. Es gibt ja eine App, die heißt Later, die werde ich euch dann beim nächsten Mal vorstellen, mit der man zum Beispiel posten kann. Da gibt es auch eine kostenlose Version. Und der Vorteil an diesen Apps ist auch, dass eine Keyword Recherche gibt, also man hat da ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich kann einmal schauen, werde ich mal kurz bei mir am Computer öffnen, dann gebe ich meinen Bildschirm frei. Da habe ich quasi hier meine Oberfläche und habe hier eine Art Medienbibliothek und hier im Kalender kann ich dann quasi, wann immer ich möchte, sozusagen meine Posts hineinziehen, das war jetzt ein Post von letzter Woche und habe dann hier die ganze Beschriftung drinnen und das Schöne ist, ich kann quasi die Hashtags, kann ich mir Presets machen, die kann ich abspeichern. Ich habe ein Hashtag Research, das heißt, ich kann schauen, welche Hashtags performen gut. Also das heißt, ich kann mir so hier wirklich einen guten Feed aufbauen. Und wer sich da mal damit beschäftigen möchte, es gibt, wie gesagt, die Gratis-Version, die ist eigentlich nur limitiert, dass man halt über die Anzahl der Posts, aber man kommt leicht damit klar. Und man kann dann sozusagen vom PC aus diese Fotos hochladen, man kann das zeitgenau steuern und gewisse Dinge muss man dann übers Handy machen, aber dann bekommt man dann eine Nachricht. Also das wäre zum Beispiel so eine Erleichterung, um das zu machen. Das heißt Later. Da gibt es natürlich noch viele andere mehr. Und nächste Woche werde ich dann noch ein bisschen was zu den Filmformaten sagen, denn da gibt es auch ganz, ganz viele interessante Neuerungen und vor allem die Filme werden quasi von dem Algorithmus von Instagram im Moment ganz nach oben gereiht und vorgereiht. Da gibt es aber auch einiges zu beachten und wie gesagt, das wird es in der nächsten Folge geben. Und jetzt würde ich gleich einmal bitten, den Konrad seinen Bildschirm freizugeben und uns einmal ein bisschen was erzählen, was ihn zur Hundefotografie geführt hat, wie er da hingekommen ist und natürlich auch die Susanne. Ich weiß nicht, wie er das gemeinsam macht. Bitte. So, und dann fange ich mal ganz kurz an, bevor der Konrad seine PowerPoint-Präsentation, glaube ich, startet. Konrad und ich, wir haben uns kennengelernt auf der FH in St. Pölten. Bei einem Lehrgang über einige Semester angewandte Fotografie. Ja, und hat sich irgendwie ergeben, auch durch unsere räumliche Nähe von wo wir wohnen, dass wir mit einem Friedhof gemeinsam ein Studio besitzen. Jetzt mittlerweile schon das zweite, wir sind schon umgezogen, weil wir irgendwie an unser Größenlimit gekommen sind. Und da hat sich dann ein bisschen rauskristallisiert, dass der Konrad und ich relativ
sehr gut zusammenarbeiten können und uns auch das Interesse an Tieren, im speziellen Hunde, das, mein Welpe hört man gerade so, irgendwie auf einen Nenner gebracht hat. Also zu meiner Person, ich bin seit 35 Jahren in der organisierten Kynologie, Hundewesen, bin selber Richterin für Formwert, habe sehr, sehr viele Jahre lang gezüchtet. Ja, und ich glaube, Konrad, wenn ich das jetzt so sage, du bist mehr der Technikfreak und das ergänzt sich eigentlich, glaube ich, ganz gut. Habe ich das jetzt so ganz nett umschrieben, oder? Ja, ich denke, du hast das sehr, sehr gut umschrieben und auch die Aufgabenstellungen ein bisschen abgegrenzt. Ja, also das, was du jetzt gerade gesagt hast, brauche ich natürlich nicht zu wiederholen. Wir haben vor einigen Jahren dann begonnen, eben gemeinsam auch Hundefotografie zu machen. Ich persönlich bin dazu gekommen durch eigene Hunde, so wie Susanne vermutlich auch, die heute im Haushalt leben. Und habe dann auch während dieses Lehrgangs, den wir da an der FH gemacht haben, auch für unsere Hundetrainerin noch im Wohnzimmer, bevor wir noch das Studio hatten, ganz einfach mit Canon-Systemblitzen einmal ein paar Hundeporträts gemacht, beziehungsweise Aufnahmen gemacht. Und die sind eigentlich sehr gut angekommen, auch bei den Vortragenden oben, die mit Tierfotografie nicht so viel am Hut hatten. Und das hat irgendwie etwas ausgelöst. Und wir haben auch ein paar Bilder mitgebracht, die wir zum Teil gemeinsam, zum Teil alleine gemacht haben und die auch in etwa abrunden, was wir dann auch in der Hundefotografie im Kurs mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen durchführen werden. Ja, damit wären wir hier bei einem Welpi. Die gehen natürlich immer gut, auch auf Instagram. Welpen kommen immer gut an. Das Beispiel hier ist eine Labradorhündin. Ich müsste jetzt lügen, wenn ich jetzt wüsste, wie alt sie ist. Ich glaube, sie war damals 3 Monate circa. Das Shooting, das Susanne und ich da gemacht haben, war eigentlich ein Familienshooting mit dem Hund. Das Porträt hier ist, wie soll ich sagen, ein Nebenprodukt, weil ganz einfach ein Porträt dabei sein muss. Man sieht ja auch schon, also ja, worauf kommt es an? Im Wesentlichen auf diese Basisdinge, die man auch bei jedem anderen Foto macht. Ne? Die richtige Belichtung, schauen, dass nichts ausreißt, schauen, dass nichts zu dunkel wird. Und dann natürlich halt auch auf die Pose des Hundes. Dann gehen wir vielleicht zum nächsten Bild. Susanne, ja, darf ich? Darf ich vielleicht einhaken? Ja. Die Pose des Hundes ist natürlich ein weites Feld. Mhm. Ich habe vorher schon angesprochen, die organisierte Kynologie. Das ist wirklich eine sehr große Sparte. Da sind sehr viele Menschen drin. Da ist auch sehr viel Geld dabei, wie vielleicht in der Pferdeszene, aber trotzdem. Das heißt, wir müssen wirklich unterscheiden, machen wir ein professionelles Studium für Züchter, Aussteller. Das schaut anders aus als für den, ich sage jetzt mal, normalen Hundebesitzer, Hundebesitzerin. Also das muss man auch im Vorfeld wissen. Es gibt Unterschiede. Wie steht der Hund, dass ich, was kann ich machen? Züchter, Züchterinnen, Aussteller, die haben ganz andere Anforderungen als der normale Familienhundebesitzer. Ja? Sondern ist vielleicht das nächste, was man. Genau, ja, das war, glaube ich, eine unserer ersten gemeinsamen Arbeiten oder überhaupt die allererste. Aber vielleicht erzählst du was drüber. Ja, genau. Der Hund war mittlerweile verstorben, eine schwarze Dogge. Die Besitzerin, sehr bekannt in der Doggenszene weltweit, wollte etwas ganz, ganz Spezielles haben, wir haben es dann Black in Black genannt, wollte einen schwarzen Hund auf schwarzem Hintergrund haben. Um das Profil dieses Hundes rauszustreichen. Vielleicht Konrad,
wieder du? Ja, es braucht natürlich irgendwo eine etwas, wo es sich vom Hintergrund abhebt. Nicht? Jetzt der Punkt hier ist, man sieht es auch relativ deutlich, es kommt auch von hinten noch ein Licht auf den Hund drauf, damit man hier so diese Lichtkanten zeichnet und die Konturen herausarbeitet. Das wäre dann ein Beispiel, was wir im Studio durchführen könnten. Gut, hüpfen wir zum nächsten Bild. Was ganz gut zeigt, generell alleine Hunde zu fotografieren ist nice, im freien Feld, das geht. Im Studio ist es alleine fast nicht möglich. Du hast den Hund und du brauchst mindestens einen Assi dabei, es geht sonst nicht. Und ich nehme mir an, es wird eine Person sein, die nur den Hund anleitet, oder? Und der Fotograf, der schaut, dass er sein Bild macht. Und jemand, der das Licht einrichtet, zum Beispiel, genau in dem Fall, hat jemand mit der Lampe mitgehen müssen, weil das ist jetzt keine Flasche, die ich im Gegenlicht fotografiere. Das ist ein der bleibt ja nicht sitzen stundenlang, oder? Richtig, ja. Also das heißt, ich brauche mindestens einen Assi dabei. Das heißt, wenn du so ein professionelles Hundefoto hast, dann hast du einen Hundetrainer oder einen Besitzer, einen Fotografen. Genau. Dann nicht klar. Bitte. Gut, hüpfen wir zum nächsten. Das war kein offizielles Shooting, das war ein Privatvergnügen von Susanne und von mir. Zeigt eine Jack Russell Hündin, die Sora, frisch aus Frankreich gekommen, zu dem Zeitpunkt glaube ich 12 Wochen alt. Und ja, wir haben das ganz einfach im Freien auch wieder gemacht. Susanne hat sich um den Hund gekümmert, auch darum, dass er dorthin läuft, wo wir ihn haben wollen, und nicht das tut, was ihr gerade einfällt. Und im richtigen Augenblick erwischt, richtig fokussiert und auch noch sehr offenblendig fotografiert, was man hier an dieser sehr, sehr dünnen Schärfelinie sieht, mit einer, ja, glaube ich, 200er Brennweite wird es wohl gewesen sein, um Blende 2.8. Braucht ein bisschen Übung, damit der Fokus dann halt auch wirklich sitzt. Was bei Tierfotografie generell ist, der Schärfepunkt muss an den Augen liegen, nicht an der Nase in dem Fall. Und es kann ruhig auch als Nachbearbeitung hier ein bisschen Clarency rein, um einfach das Auge wirklich zu betonen. Fotos leben vom Auge. Ja, das muss man sich schon klar sein. Und wenn man einen zum Beispiel schwarzen Hund fotografiert, man muss sich überlegen, wie kommt Licht ins Auge. Es ist nicht so wichtig das Fell, es ist das Auge, das es erschafft. Naja, ich denke mal, das Problem beim schwarzen Hund ist ja eigentlich, weil du müsstest den ja im Streiflicht fotografieren, damit du irgendeine Textur im Fell bekommst. Wenn du da kein Licht hast, dann schaut er dir aus wie ein schwarzer Auswahlfetzen, glaube ich, das ist das Problem. Ja, aber wenn du dann kein Licht am Auge hast, nutzt dir alles Licht am Fell nicht. Das meine ich damit. Du musst schauen, dass du in allem, was du tust, die Augen in deinem Fokus hast. Ja? Ja. Aber ich meine, dass man auf die Augen scharf stellt, ist eh Common Sense. Aber das heißt, Minimum Licht muss am Auge sein. Also das ist... Ja. Ja. Also ist, ja, man muss am Auge einen Lichtreflex sehen oder zumindest das Auge sehr, sehr dominant erkennen, weil es ist halt doch das Gesicht, wo man hinschaut. Es ist in etwa auch wie beim Menschenporträt, da fokussiert man im Normalfall auch nicht auf die Nasenspitze, sondern auf die Augen. Aber das sogenannte Catchlight ist ja extrem wichtig. Richtig, ja. Und das ist auch interessant, dass auch gerade bei den Rassen, die längere Schnauze haben, ich kann mich noch erinnern, eine Bekannte von mir, die hat einmal, da gab es Welpen von, und zwar in Lilienfeld gibt es ja diesen Zoo, und da gab es die schwarz-weiß gestreiften Tiger. Und die hat es besonders gut gemeint und wollte ihm diese Tiere fotografieren und hat die dann mit, glaube ich, 85er mit 1:1,8 fotografiert. Und die waren natürlich alle komplett unscharf und die Schärfe war einfach nicht am richtigen Punkt. Genau, ich glaube, da muss man einfach aufpassen, dass man dann auch vielleicht ein bisschen abblendet, dass man halt dann auch, so wie die Susanne gesagt hat, und einfach dann in der Bildbearbeitung nur schauen, dass man ein bisschen rausarbeitet, die Schärfe. Ja,
Gut, was das Catchlight betrifft, kann man sich auch in der Bildbearbeitung noch ein bisschen helfen. Aber das würde heute jetzt ein bisschen zu weit gehen. Oliver, vielleicht ein ganz kurzes Statement von dir. Lichtauge, da bist ja du der Experte, du bist ja der Lichtmeister. Ja, na du, das ist eh wie auch in der Menschenfotografie 1:1. Ein Auge, wo kein Reflex zu sehen ist, das ist halt nicht lebendig. Genau. Ja. Und ich glaube, das Problem ist einfach, dass ich gerade Tiere, also weil Menschen sind halt, kannst du sagen, bleib bitte mal kurz stehen, und selbst das ist schon schwierig, aber Tiere kann man halt nicht anleiten, die haben halt oft einen eigenen Willen und der nicht mit dem vom Fotografen übereinstimmt. Also nicht nur mit Sprache, nicht? Man kann sie schon anleiten, aber... Aber was jetzt der große Vorteil ist, wegen Fokussieren aufs Auge, jetzt gibt es ja einige Hersteller, die haben jetzt in ihren Kameras schon einen Tier-Augen-Autofokus installiert. Also, und das ist ja natürlich dann voll klasse, wenn der Hund auf dich zuläuft. Nice. Also also sowohl Konrad wie auch ich haben eine dieser Kameras. Ist nice. Bringt mir im Studio, haben wir jetzt gesehen, nicht den großen Impact. Ist draußen ein nettes Feature, wirklich ein nettes Feature drinnen? Nein. Ist es jetzt nicht wirklich mehr? Ja, es bringt mir nicht mehr. Aber ist natürlich eine interessante Entwicklung, ja, absolut. Gut, hüpfen wir weiter. Serienbild, never ever. Wie bitte? Nein, da steht als Frage, verwendet ihr Serienbild, never so. Ever? Naja gut, in Bewegung dann schon auch, aber jetzt nicht 20 Bilder, sondern vielleicht 2, 3, die man kurz mal abdrückt, aber ich habe die Fragen nicht offen. Gut, Susanne, magst du über dein jüngstes Welpi noch etwas erzählen hier? Ach, das habe ich mal ganz gemacht. Ich mag eher mehr Kontrast normalerweise. Mit den verschwommenen Geschichten. Ich fand das aber extrem stimmig mit dieser Vorfrühlingsstimmung, hier ganz in ein weiches Licht reinzugehen, sehr, sehr auch noch in der Nachbearbeitung hier eher sehr bright zu sein. Ja, mehr kann man darüber nicht sagen. Das ist ein nettes Welpenfoto. Ja. Der Burner. So, ein Actionfoto. Ja, hier, ich gebe es zu, ich habe hier Serienfunktion verwendet, aber wie gesagt, wirklich nur sehr kurz drauf gedrückt. Die Problematik, die man hier auch in der Serienfokus, im Serienfoto auch wieder hat, ist, den Fokus auch wirklich zu halten. Und es bringt einem wenig, dass man hier dann 20, 30 Bilder hat, den Hund dann in der richtigen Flugphase gut erwischt und dann ist er halt leider aus dem Fokus rausgelaufen, weil man nicht mehr durchsieht, wenn man zu lange drauf drückt. Weil nur der Vorteil jetzt in dem Fall ist, wenn der Hund wirklich gerade auf mich zukommt, dann ist er das für einen Servo-Autofokus da aufgelegte 11 Meter. Und das funktioniert auch sehr gut. Also wenn er jetzt so gerade auf mich zukommt, bin ich jetzt ja mit dem Servo-Autofokus einfach wirklich... Ja, der Servo-Autofokus ist auch hier verwendet, allerdings mit einem Fokuspunkt nur. Und man muss da dann wirklich in der Bewegung mit dem Hund mitgehen. Man darf nicht vergessen, der geht auf und ab. Und man sollte halt mit dem Fokuspunkt dann nicht zu weit rauslaufen aus dem Hund, weil sonst da fängt er wieder frisch zum Fokussieren an und dann liegt man irgendwo. Was für Brennweite hast du gehabt? 200, 2,8. Okay. Was bei solchen Shootings auch relativ wichtig ist, man probiert das im Vorfeld aus. Ja. Hunde haben generell, jeder Hund hat für sich speziell eine Sprungtechnik. Ja? Das merkst du vor allem in Sportarten wie Agility, merkst du das einfach. Jeder Hund springt auf seine eigene Art, jeder Hund springt. Also du kannst relativ gut abschätzen, wenn du das ein paar Mal vorher geübt hast, also geschaut hast, wo der Hund in der Flugphase ist, wenn du das machen willst. Nur musst du sagen, du kannst es jetzt nicht bei 40 Grad 20 Mal machen. Ja? Ja. Aber 3, 4 Mal ausprobieren, ein Gefühl zu kriegen, wo ist der Hund an dem Punkt, wo ich ihn gerne hätte, danach im Foto. Ja, ist, also dazu, jeder Hund springt anders. Ich habe eine Hündin, die liebt ihre Flugphasen. Das heißt, die würde man hier jetzt auch noch sehen mit durchgestreckten Pfoten, weil sie wirklich das möglichst rauszögern möchte.
Ich glaube, das ist ja das große, also der große, das große Können der Fotografen, die sich jetzt auf Tiere oder auf Sport spezialisiert haben, die eben ganz genau wissen, wie die Bewegungsabläufe sind, die andere Tiere sehr gut kennen, und das sind dann die außergewöhnlichen Fotos. Ja, schauen wir weiter. Ja, der Europameister, gell, Susanne? Nein, ist er nicht, aber macht nichts. Na doch, im Teambewerb war er doch, oder? Ja, nein, ja. Wurscht, egal. Ja. ein digitaler Agility-Hund, der ganz viel Tricks auf Lager hat. Und wir hatten eigentlich ein normales Shooting mit dem. Und ich weiß gar nicht, auf einmal kam die Idee auf, er kann winken. Winkende Hunde fand ich relativ fad, weil das gibt es zuhauf. Daraufhin kam mir die Idee, was man eigentlich niemals macht, von oben. Wir haben dann eine große Leiter hergenommen und haben ihn einfach von oben fotografiert. Ich finde es absolut gelungen, dieses Foto, weil es mal komplett aus der Reihe fällt. Was ich natürlich auch gerne mag, sind Bilder, die nicht unbedingt... Ich finde es nett, wenn da zum Beispiel noch relativ viel Futter auf der Seite ist, relativ viel Blau noch, der ist nicht mittig. Ich finde, Das wirkt. Also gerade eine Frage aus dem Chat, springt er oder macht er Männchen? Nein, der steht, oder? Er sitzt auf den Hinterbeinen und winkt. Ja. Ja. Und das Ganze eben von der Leiter runter fotografiert. Ja. Also beeindruckend bei dem Shooting war der Hund, weil der die Position auch wirklich 20, 30 Sekunden lang gehalten hat und einem wirklich auch Zeit gegeben hat, hier das Foto zu machen. So, ein nächstes, noch einmal Action. Ja, das wäre eines für die Photoshop-Challenge gewesen, aber es war leider sehr kurzfristig. Wird uns Oliver dann, glaube ich, aber noch ein anderes Bild zeigen. Ja, es wird das sein. Es genau wird dieses das sein, okay. Ja, genau. Ja, okay, gut. Ist auch eigentlich während des Familienausflugs entstanden, aber auch nicht nur so drauf losfotografiert, sondern wir waren da schon ein paar Personen, die auch darauf geachtet haben, wo die Hunde rumlaufen. Die Location hier ist ganz einfach in Baden bei Wien, in der Hundezone, in der Schwächer drinnen. Und ja, manche Hunde mögen Wasser, manche mögen Wasser nicht. Das ist halt auch etwas, man kann nicht garantieren, dass man solche Fotos dann mit jedem Hund zusammenbringt. Und ja, natürlich auch hier wieder Fokus und dann im richtigen Augenblick Gott sei Dank auch abgedrückt. Susanne, darf ich dich bitten? Ja, das war ein Shooting im Rahmen eines Weihnachtsgeschenks an den Vater dieses Mädchens. Das Mädchen wollte erst überhaupt nicht. Die zwei Hunde sind ungarische Windhunde, nur als jetzt als damit man die Rasse anerkennt. Und ich musste relativ viel Scham aufwenden, dass wir das Mädel überredet haben. Und wir haben dann zwei Bildserien gemacht, die ihr total getaugt haben. Wir haben gesagt, wir haben Flügeln da, jetzt bist du ein Engel und dann darfst du das als Teufel genauso machen. Und wir haben sie einfach machen lassen. Das blaue Licht ist Studiolicht, das ist nicht nachbearbeitet, das ist Violett. Ja, also wie gesagt, das war eigentlich ein bisschen aus der Not rausgeboren, weil das Mädel überhaupt nicht erst wollte. Und da haben wir ihr eigentlich geholfen, aus sich rauszukommen. Und dann hat es auch Spaß gemacht, nicht? Gegen Ende. Haben wir doch schon ein, zweimal erlebt, oder? So, schauen wir nochmal. Es war auch eine sehr, sehr spannende Geschichte. Das ist auch wieder ein Hund, den wir schon gesehen haben, das ist die Sora. Wir hatten hier die Idee mit diesem Strandkorb, den hat Susanne wo ersteigert. Und haben gesagt, ja, jetzt brauchen wir aber irgendwo einen Strand. Jetzt bei uns in der Gegend hat es zu dieser Zeit keinen Strand gegeben, aber eben diese abgeernteten Felder. Und wir nehmen jetzt diese abgeernteten Felder und setzen da den Strandkorb rein und den Hund rein. Und haben das da im südlichen Wiener Becken dann diese Location hier gefunden.
irgendwo da im Hintergrund sind auch die Voralpen, also der Schneeberg müsste da irgendwo dahinter sein, und haben mit dem Hund dann dieses Bild gemacht. Das wäre so eines aus dieser Composition Area. Wir haben hier auch andere gemacht, wo wir Hundebesitzerin hinterm Hund nachfliegen lassen. Also das ist durchaus, das war nicht so aufwendig, aber das andere ist dann schon etwas mit etwas mehr Aufwand verbunden. Aber macht natürlich riesig Spaß, wenn man dann das Endergebnis sieht. Wobei zum Beispiel da haben wir sehr wohl mit Blitzen gearbeitet, mit einigen, also das sieht man auch, das ja. Ist kein Available Life. Also das ist schon ein bisschen auch ein Deckelpunkt. Ja, ich glaube, das ist unser letztes, was wir mitgenommen haben. Nochmal ein Actionfoto. Das ist, ich muss sagen, das ist ein sehr schwieriger Hund zu fotografieren. Das ist unsere Kleine, die kommt aus dem Tierschutz, die lässt auch kaum jemanden an sich ran. Das heißt, da braucht es auch wirklich sehr viel Vertrauen, das man aufbauen muss. Und ja, man muss den Hund auch wirklich kennen, wie Susanne gesagt hat, auch die Bewegungsabläufe wissen, wie sie sich verhalten. Und die ist ganz einfach eine, die wirklich viel Energie hat beim Laufen. Das Foto drückt es auch einigermaßen aus, wie sie ihre Haken schlägt. Und da muss man ganz einfach dranbleiben und dann sehen, dass man das Beste draus macht. Also, was ich denke, was relativ wichtig ist, da ist zu wissen, wofür steht eine Rasse. Ist eine English Bulldog nicht sportlich, weiß ich nicht, am Agility-Platz fotografieren, ja, das passt auch nicht. Also ich mache ein Fun-Foto, aber also ich muss auch, wenn ich jetzt ein Tier fotografiere, muss ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen. Das ist eine Geschichte, die Geschichte der Rasse. Was ist anatomisch möglich? Ja? Ich nehme jetzt wieder den Bulldog, der kann andere Dinge, oder vielleicht auch nicht, was ich von einem Border Collie verlangen kann. Ja? Das muss ich auch im Vorfeld wissen. Ja. Fein. Gut. Dann würde ich jetzt noch zum Abschluss unsere zwei Workshops vorstellen. Ich gebe es einmal kurz meinen Bildschirm frei. Ich habe nämlich das schon kurz aufgerufen und da kann man euch erzählen, was da passieren wird. Ich schicke jetzt euch dann noch einen Link auf unsere Nextcloud. Da könnt ihr nämlich dann in der Goodiebox diese ein paar Sachen runterladen, also Links und so weiter auch von heute. Und ich werde auch vom letzten Mal was dazugeben, wenn ihr einmal am Dienstag reinschaut. Und dann könnt ihr euch eigentlich irgendwo speichern. Da werden wir euch die Info fürs Fotocafé, wird dort immer abgelegt sein. So, jetzt geht er nochmal ganz kurz in die Termine rein bei uns. Und so, es gibt dann einen Einsteigerkurs, der beginnt am Freitagabend mit einer Zoom-Session. Dann, Konrad, würde ich vielleicht einmal an dich übergeben, geht es weiter mit dem Fotografieren am Samstag. Richtig, ja. Dass wir Samstag früh, 9 glaube ich, haben wir ausgemacht gehabt, genau. Dann zu fotografieren beginnen. Wir werden verschiedene Hunde zur Verfügung haben, das auch in zwei kleinen Gruppen durchführen, wobei Susanne eine Gruppe betreuen wird und ich die zweite Gruppe betreuen werde. Und im Nachgang machen wir dann noch eine Bildbesprechung, eine gemeinsame. Damit man da auch noch ein bisschen was mitnehmen kann. Wie wähle ich Bilder aus? Worauf kommt es dann wirklich an? Wenn man dann tatsächlich einmal fotografiert hat, dann sieht man auch ganz andere Sachen, die einem vielleicht vorher gar nicht so bewusst waren. Der Kursort ist in Pötzsching. Wo ist das geschwind für die Leute, die nicht so... Ja, das ist... Gegend werden wir eher shooten, glaube ich, als in Pötzsching. Ja, in dem Fall, ja, werden wir das eher Eckendorf machen und den Zweitageskurs dann in Pötzsching. Ich glaube, da haben wir ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Okay, nein, das macht ja nichts. Das schicken wir dann mit der Einladung aus, das muss ich herausnehmen. Ja. Und dann gibt es aber noch was ganz was Spezielles, und zwar, wir haben nicht nur einen Zweitageskurs für euch vorbereitet. Da würde ich vielleicht bitten, dass du da ein bisschen was drüber sagst, weil da habt ihr wirklich sehr viel drüber nachgedacht. Ja. Also für diesen,
Ja, für diesen Termin, den haben wir als zweitägigen Kurs angelegt, sodass wir am Samstag mit ein bisschen mehr Theorie, auch was, worauf kommt es in der Hundefotografie an, wie wirkt sie gewisse Ausrüstung wie Objektive und so weiter auf die Bildwirkung aus. Wie arbeitet man mit Hunden? Wie arbeitet man auch mit Besitzern? Manches Mal muss man da auch ein bisschen Rücksicht nehmen. Würden dann am Abend, weil es ist dann, das wäre schon im gegen Ende Juni, da wird es dann schon heiß. Das heißt, da kann man von Hunden mit Action jetzt nicht allzu viel verlangen, weil man da jetzt unter Umständen über 30 Grad oder noch höhere Temperaturen erwarten kann, dass wir dann erst gegen Abend fotografieren. Sonnenuntergang ist circa um 22 Uhr. Das heißt, wir würden davor noch Abendessen und am nächsten Tag in der Früh nochmal, aber wirklich zeitig in der Früh um 6 Uhr noch eine zweite Fotosession machen und danach gemeinsam auch Bildbearbeitung. Weil es gibt gerade bei gewissen Arten der Hundefotografie auch eine Modeerscheinung, wie denn die Bilder auszusehen. Na, auszusehen haben ist natürlich ein falscher Ausdruck, aber es hat sich so etwas durchgesetzt. Susanne lächelt, die hasst diese Art der Bearbeitung. Aber wir werden euch diese Kniffe natürlich trotzdem zeigen, ob ihr die dann umsetzt oder nicht. Das bleibt natürlich euch überlassen. Aber ich glaube, wichtig ist einfach zu sagen, dass sehr, sehr viel Praxiszeit geben wird, dass ihr einfach angeleitet werdet von zwei Top-Experten. Und ich denke mir jetzt, wenn wir im Juni am Abend shooten können, bei bestem Licht und auch in der Früh noch einmal, ich meine, das ist einmal genial. Und ich muss natürlich auch sagen, sollte es am Samstag zum Beispiel mal absehbar sein, dass in der Früh zu ist, dann natürlich würde man ein bisschen später anfangen. Und es wäre auch gedacht, dass man hier in Pötsching übernachtet, wer das möchte. Und es überschlagt sich gerade im Chat, sorry, Burgenland an der Grenze zu Niederösterreich. Also liebe Pötschinger, ich wollte euch nicht nach Niederösterreich geben. Also, aber du bist ein sagen Großraum in der Neustadt, glaube ich, das kann man gelten lassen, oder? Engendorf wäre ja wieder Niederösterreich. Ja, also, das ist ja an der Grenze, oder? Ja, und ich bin geborener Niederösterreicher, also das lassen wir auch noch gelten. Ne? Also, und wir haben nämlich eine total interessante Frage im Chat, die jetzt gestellt wurde, aber die betrifft genauso den Martin. Und ich sage einmal, Konrad und Susanne, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wenn ihr Fragen habt, bitte schreibt es uns. Die Kurse sind bei uns auf der Homepage auch schon buchbar. Und sollte sich da coronamäßig irgendwas ändern, nicht möglich sein, gibt es natürlich keine Stornogebühr, wie im Moment ist. Wir haben die relativ spät im Juni angesetzt und hoffen jetzt ja doch, dass wir dann demnächst einmal anfangen können. Gut, dann würde ich einmal den Martin in die Sendung bitten und werde ihn gleich einmal groß machen. Die anderen beiden werde ich jetzt einmal da lernen. Hallo, hallo. So, warte mal, Martin, eine Sekunde brauche ich noch. Kein Stress. Ja, nein, habe ich keinen. So, jetzt muss ich die noch einmal freigeben und dann sollte es passen. Jetzt wollen wir nämlich. Jetzt habe ich doch ein bisschen Stress, weil jetzt habe ich mich gerade selber. So. Ich singe dabei ein Liedchen. Bitte nicht, Oliver. So, wird es klappen. So, Martin, herzlich willkommen. So, cool, dann danke in die Runde. Und zwar, mein Name ist Martin Dörsch, zudem gibt es noch ein paar mehr Infos. Und das heutige Thema wird sein, dass man, oder was ich euch da jetzt vorstellen werde, so das Thema, oder das, ja, ein Überblick über das digitale Lernen, habe ich es genannt. Und digitales Lernen ist für mich einfach was extrem Wichtiges, weil so ist das Wissen heutzutage einfach noch nie so unglaublich einfach und so unglaublich im Zugriff war, wie bis irgendwann. Also es war einfach de facto nie so einfach. Auch Experten sind unglaublich nah herangekommen. Trotzdem, und zu dem Punkt will ich dann am Schluss auch nochmal kommen beim Fazit, nur wenn man überall alles sieht oder überall zuschauen kann, und das trifft da sehr, sehr gut auf den Workshop von vorher hin, man muss das Ganze einfach anwenden und man muss das Ganze quasi tun und ausprobieren. Also einfach nur stundenlang irgendwelche Tutorials anschauen. Wenn man es nicht anwendet, bringt es eigentlich ganz, ganz wenig. Ist einfach einmal bevor du loslegst, Martin, ich hoffe, du beginnst mit einer Vorstellung, oder? Weil ich glaube, viele unserer
unsere Zuseher kennen die noch nicht. Genau, das ist jetzt genau der Punkt da, und zwar, wer bin ich und warum mag ich das Ganze jetzt drüber sprechen? Mein Name ist Martin Dörsch, für die, die mich nicht kennen. Mehr Infos gibt es da drunter, ups, falsche Richtung, www.martindörsch.at, aber ich sage natürlich auch ein bisschen was zu mir, damit man so ein wenig Gefühl bekommt, wer ich jetzt bin und warum ich glaube, dass ich über das jetzt reden kann, beziehungsweise warum ich sowieso über das reden werde. Ich bin seit 2008 selbstständig, habe mich damals in dem Bereich Grafikdesign quasi selbstständig gemacht, habe aber schon sehr, sehr früh gemerkt, dass Leute immer zu mir gekommen sind, wenn es irgendwelche Softwareprobleme gegeben hat. Das heißt, Adobe, Photoshop, InDesign, Illustrator, Lightroom, Acrobat, Premiere, die Themen habe ich schon sehr, sehr früh aufgegriffen und quasi verschiedenste Kurse geben auf verschiedensten Plattformen. Mittlerweile hat er sich immer mehr in Richtung Fotografie bewegt. Zu mir selbst sage ich, ich bin Content Creator und Educator. Das heißt, ich beschäftige mich damit, wie man Bilder, Bewegtbild, eine Mischung aus beiden, eine Kombination erstellen kann und gleichzeitig auch, wie ich das Ganze unterrichte und auch mit so einem Metathema drüber, wie man unterrichtet. Und aus der ganzen Information und der Erfahrung aus den letzten Jahren, weil immerhin sind schon, jetzt ist 2021, das heißt, es sind schon einige Jahre, habe ich schon wirklich einiges gesehen, mitgemacht, durchprobiert, habe da schon einiges, wie gesagt, aufbauen können. So vom Grundprinzip, falls irgendwelche Fragen sind, ich habe da unten an den Chat liegen und kann natürlich auch gern direkt auf Fragen eingehen. Bei mir ist das normalerweise immer relativ interaktiv. Also falls Fragen schreiben wollt an mich, einfach in den Chat reinposten und ich kann das Ganze dann entsprechend beantworten, falls ich es beantworte. Ganz kurzer Einwurf noch. Also einige von euch kennen den Martin vielleicht von Video to Brain. Also habe ich dich nämlich kennengelernt. Martin hat von Video to Brain sozusagen diese Lernkurse gemacht und er ist auch noch Innungsmeister in Oberösterreich. Also du nimmst schon alles vorweg. Aber genau. Also er ist sehr mit der Fotografie quasi auch involviert. Und er unterrichtet ja und ich hoffe, dass er da einiges dazu erzählen wird, damit nämlich zum Schluss dann eine spezielle Frage, die schon vorgestellt worden ist. Bitte mal. Genau, gerne dann einfach Fragen. Wie gesagt, gerne Fragen stellen. Du kannst da direkt von der, oder jeder kann es direkt von der Kurve reinwerfen und ich lese dann entsprechend mit. Also, du hast es eh schon gesagt, bei mir hat das Ganze dann relativ angefangen, dass in den Online-Bereich reingegangen ist, eben mit Video to Brain. Das war mittlerweile, ist das schon über 11 Jahre her, dass ich dort mein erstes Videotraining aufgezeichnet habe. In den letzten Jahren ist es so weit gegangen, dass ich über 70 Videotrainings habe. Also Video to Brain ist ja von Lynda.com gekauft worden, da war ich direkt dabei. Lynda.com ist dann mit Video to Brain von LinkedIn aufgekauft worden, mittlerweile bei LinkedIn Learning, ist LinkedIn Learning zu der Trainingsplattform. Und was jetzt Trainingsplattformen für Vorteile haben, werden wir dann ein bisschen später noch kommen, weil genau um das wird es dann auch gehen. Des Weiteren bin ich mittlerweile auch mit verschiedensten Firmen Partner. Ich bin ein Vacuum Evangelist, hat sich auch aus dem ganzen Trainingsbereich ergeben. Ich bin Adobe Education Leader und Adobe Influencer. Ja, arbeite mit EIZ zusammen, mit verschiedensten anderen Firmen. Das braucht man das gar nicht so weit ausholen, sage ich mal. Das reicht eh. Und du hast es auch schon erwähnt, ich bin in St. Pölten. Es hat mich sehr gefreut, dass meine Vorredner auch in St. Pölten waren. Die haben wahrscheinlich beim Arndt den Kurs gemacht. Ich bin in St. Pölten auf der FH St. Pölten, genau, schon sehr, sehr lang im Bachelorstudium tätig und leite seit, jetzt muss ich lernen, aber ich glaube seit 3 Jahren im Masterstudium Digital Design, die Masterklasse Fotografie, gemeinsam mit der Rita Newman. Und auf den Punkt komme ich dann in Kürze nur, was da eben das sehr Spezielle dran ist und warum ich mich da jetzt sehr mit moderner Technologie unter der Zukunft der Fotografie beschäftige, was nämlich extrem interessant wird, nämlich sehr, sehr schnell für alle, für uns. Okay, und du hast ja schon gesagt, ich bin seit letztem Sommer Innungsmeister der oberösterreichischen Berufsfotografen, bin ja, glaube ich, mit Abstand der jüngste Innungsmeister in ganz Österreich und da lernt man natürlich auch einige coole Sachen dazu, gerade jetzt auch, wenn man Dinge vielleicht ein bisschen neu denkt, Dinge vielleicht anders sieht, aber ich sage mal, nur so können Veränderungen kommen. Okay, also dann starten wir mal damit, was so die klassischen Ausbildungen sind und jetzt nicht so meine klassische Ausbildung. Ich sehe eigentlich bei mir fast gar nichts irgendwie klassisch. Vielleicht so ganz kurz, ich habe früher Möbelbau gemacht, also ich war in Hallstatt und Innenraumgestaltung und Möbelbau gemacht, habe mich dann komplett neu umorientiert, habe Medientechnik und Design in Hagenberg gemacht und dort dann einfach so gemerkt, dass sehr viel geht, wenn man nur will. Und das ist auch immer so ein Punkt, an dem man sich quasi orientieren sollte. Klassische Ausbildungen an sich, weil ich da jetzt quasi so da irgendwo stehen habe, da meine ich einfach so, es steht deswegen auch so ein bisschen unter Anführungszeichen, so
Schulen, wo man halt fotografieren lernt. Und zwar so lernt, wie es halt schon immer war. Und gerade so der Ansatz, so, es war schon immer so, das ist einfach was, wo sich bei mir extrem alles zum Sträuben anfängt. Weil gerade in der heutigen Zeit, nur mehr speziell in der Fotografie, nur spezieller mit dem, was jetzt mit Smartphone, KI, Machine Learning und da in dem ganzen Bereich auf uns zukommen wird, wird sich extrem viel ändern und das einfach ganz, ganz schnell. Und da ist einfach auch für mich ganz entscheidend wichtig, dass halt in den Ausbildungen auch genau auf das Thema eingegangen wird, nämlich auch von dem, wie verändert sich das, wie wird das meine Kunden verändern, wie wird das Fotografie im Allgemeinen verändern, wie zugänglich wird das Ganze werden, wie einfach kann man gute, technisch korrekte Bilder machen. Und unter dem Gesichtspunkt natürlich dann auch immer, ja, was ist denn eigentlich das, was mich ausmacht oder was ein gutes Foto ausmacht? Und das ist einfach was man sich wirklich permanent hinterfragen soll und was auch immer wichtiger wird. Genau, so ganz kurz klassische Ausbildungen an sich, aber es sind natürlich nicht alle Ausbildungen jetzt schlecht, weil sie halt so machen, wie sie es immer schon gemacht haben. Generell sind die leider wirklich sehr, sehr motiviert. Also ich sehe es bei uns jetzt auch in der Berufsschule in Oberösterreich, die ist wesentlich besser, als es noch vor kurzem war und entwickeln sich ja sehr, sehr gut weiter. Weil sie auch wirklich dranbleiben und das Ganze ja so entsprechend vorantreiben wollen. Werden noch viele Lehrlinge ausgebildet? Werden noch viele ausgebildet? Es werden, man muss wahrscheinlich sarkastisch oder schwarzmalend so sagen, es werden zu viele ausgebildet. Und zwar jetzt nicht deshalb, weil wir jetzt mittlerweile in ganz Österreich haben wir übrigens gerade die 10.000 Berufsfotografen-Marke geknackt mit dem Jahr. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass es einfach keine Lehrstellen mehr gibt. Das heißt, der Berufsfotograf oder die Berufsfotografin, die klassische, unter Anführungszeichen, ist ein Einzelkämpfer. Es gibt nur mehr ganz, ganz wenige, die jetzt Lehrlinge ausbilden und aufnehmen können. Und darum ist es so, der Lehrberuf so schwer ist und so toll er sein mag. Es hat eigentlich keine mehr Lehrstelle und ich würde jetzt nicht unbedingt empfehlen, dass man jetzt quasi die Fotografenlehre machen sollte, sondern vielleicht einen anderen Beruf und wenn man danach nur immer fotografieren will, dass man dann mit dem Backup, dass man quasi irgendeinen anderen Beruf oder einen Brotberuf, sage ich mal, dass man dann in die Fotografie natürlich jederzeit nur reingehen kann. Also wenn man fotografieren will, gibt es einfach wirklich genügend Möglichkeiten, wie man also in den Fotografiebereich quasi vielleicht seine Nische findet, sein Feuer findet, sein Herzblut, für was man brennt. Und wenn man das hat, dann natürlich fotografieren. Aber genauso in jedem anderen Beruf. Wenn man für was brennt, wenn man es machen muss, weil man einfach nicht anders kann, weil man in der Früh dran denkt und am Abend beim Einschlafen nur immer dran denkt, dann muss man es natürlich machen. Das ist einfach gleich so vorneweg. Okay, und dann gibt es eben jetzt so den Punkt, so neue Angebote. Wo geht die Reise hin? Also weg von dem Klassischen, es war schon immer so wenn man es ein bisschen negativ sagen will, hin zu dem neuen Angebote. Da zähle ich auch so die Wiener Fotoschule dazu mit dem ganzen. Wir schauen einfach, was braucht der Markt. Wir schauen aber auch, was taugt uns so als Lehrende. Wie können wir unser Wissen an die Leute da draußen bringen und wie können die Leute von unserem Wissen profitieren? Und das ist einfach was extrem Cooles. Auch das Leute weiterbringen wollen, Leute zum Besserwerden motivieren, ist einfach was extrem, extrem schön ist, weil man dafür brennt. Und das kriegen auch natürlich die Leute auf der anderen Seite mit, also die Kursteilnehmer und Teilnehmerinnen, was natürlich unglaublich genial ist. Und wenn man natürlich das Ganze jetzt selbst in der Hand hat, kann man natürlich auch steuern, was man einfach den Leuten und wie man es den Leuten beibringen will. Und das ist natürlich was extrem genial ist, weil man da sehr, sehr flexibel ist. Ich habe es zuerst auch schon erwähnt, als zweites Beispiel jetzt die FH in St. Pölten, gibt es eben das Masterstudium, im Masterstudium Digital Design ist es, gibt es die Masterklasse Fotografie und da bin ich eben, wie schon erwähnt, mit Rita Newman, der Masterklassenleiter. Die Rita macht sehr den kunstgeschichtlichen Farblehre-Part, so das Thema kann man sagen. Und bei mir ist so die Technik hängen geblieben, was mir persönlich aber total taugt. Und jetzt quasi einen Schritt zurück, ich habe mir so überlegt, wenn ich jetzt quasi Fotografen und Fotografinnen auf einem Master-Level ausbilde, was kann ich mit ruhigem Gewissen, wenn ich es dann nach dem Masterstudium rauslasse in die weite Welt, wie kann ich dann mit ruhigem Gewissen sagen, ich habe ihnen irgendwas gegeben, was ihnen was bringt für die Welt? Es ist jetzt nicht das mit einem Licht umgehen können. Es ist jetzt nicht das mit großen oder kleinen Kameras umgehen können oder das Bildbearbeitung machen können oder Bildverwaltung. Das ist klar, das müssen sie machen. Das Thema, was wirklich ganz spannend ist und wo man eigentlich gar nicht genügend Fokus drauf legen kann,
ist die Zukunft der Fotografie. Und das hört sich immer so unglaublich weit weg an, aber die Zukunft der Fotografie passiert genau jetzt, passiert in den letzten Jahren und wird einfach durch solche Dinge, so, ich meine, nicht durch das alte Smartphone, aber generell durch aktuelle Smartphones von einer Generation zur nächsten vorangetrieben, und zwar in Riesenschritten. Da können große Kameras, so wie ich das gerade eine vor mir liegen habe, und auch die Hersteller müssen es erst lernen, dass ein gutes Claws und ein schneller Prozessor und ein großer Sensor zwar prinzipiell ziemlich cool sind, aber de facto das nicht mehr das ist, wo jetzt Innovation vorantrieben wird. Und das Thema, wo Innovation vorantrieben wird, ist Computational Photography, also computerberechnete Fotografie, was wir da jetzt auch bei den Vorrädern zum Beispiel direkt live gesehen haben, nämlich, dass der Hintergrund rein berechnet wird. Das heißt, in dem Fall wird das jetzt über Zoom gemacht, über die Software. Smartphones, für die, die halbwegs aktuelle Smartphones verwenden, die kennen einfach den Porträtmodus. Und beim Porträtmodus wissen wir ja, wird jetzt quasi über die Depth-Map, also die Tiefeninformation, das Bild analysiert. Es wird erkannt, wo die Kanten sind, wo der Hintergrund ist. Und es wird quasi durch den Rechner, der jetzt in dem Smartphone drinnen ist, entsprechend berechnet. Und dadurch wird natürlich jetzt auch der Hintergrund unscharf. Ist berechnet, war vor 2 Jahren nur echt schlecht, war vor 1 Jahr schlecht, ist jetzt okay, wird in 1 Jahr extrem gut sein. Und in dem nächsten Jahr umso besser. Das heißt, wir leben da in einer Welt, wo die Kurve der Innovation exponentiell ist. Und das ist einerseits unglaublich spannend, weil wir werden in unserem Leben nur Sachen sehen, am eigenen Leib miterleben, die man sich vor 3 Jahren nicht vorstellen hätte können. Gleichzeitig muss man sich überlegen, was ist dann eigentlich das Technische, oder andersrum, ist das Technische, dass ich jetzt auf bei einer Kamera auf einen Knopf drücken kann, ist es das jetzt, was mich als Fotograf hervorhebt, oder soll es irgendwas anders sein? Und so als kleiner Spoiler, es soll was anders sein. Es soll nämlich die Person sein, die hinter der Kamera steht, die da jetzt einfach den ganzen Spin mit reinbringt. Und jetzt quasi Druck zu der neuen, also neue Angebote und Ausbildungen. Ich probiere einfach wirklich, dass ich permanent meine Studierenden aufzeige, wo wir jetzt gerade stehen, was jetzt schon möglich ist, was vor 1 Jahr möglich ist. Und wenn man aus dem raus quasi rausrechnet, interpoliert. Danke, das war das Wort, raus extrapoliert, das war das Wort, dass man daraus dann einfach erkennt, wo einfach die Reise ungefähr hingekennt. Und de facto ist, ich habe schon erwähnt, so Bildbearbeitung und so sollte man alles kennen. Das ist toll, wenn man weiß, wo es herkommt. So ein klassisches Beispiel, da kommen wir jetzt dann auch zu YouTube, das ist dann der nächste Punkt. Ich habe mir vor 3 Tagen von dem coolen Augenbrauen-Inder, den der eine oder andere sicher kennt, Pix Imperfect, über halbe Stunden langes Dodge & Burn Video angeschaut, was prinzipiell technisch gesehen vollkommen in Ordnung war. Und dann haben wir so gedacht, okay, schon langsam habe ich es gesehen, dann haben wir gedacht, wie schnell kann ich machen mit der Hardware und Software, also vor allem Software, die ich mittlerweile bei mir da habe. Und ich verwende da oder experimentiere da gerade zurzeit extrem gern mit Retouch4Me. Das ist so eine kleine russische Bude, die die Software machen. Und de facto ist so, man kommt auf ein Ergebnis, vielleicht nicht 100% wie das Dodge & Burn Ding, aber ich sage einmal, unten angesetzt 80% innerhalb von 30 Sekunden. Und wenn ich dann noch händisch drüber arbeite und meinetwegen nur 5 Minuten rein investiere, habe ich ein Ergebnis, wo wer anderer mit schnell Vorspielen dazwischen aktuell jetzt, weil es händisch macht, 40 Minuten wahrscheinlich braucht, 30 Minuten. Und das ist jetzt. Das Ganze heißt natürlich, in 1 Jahr ist das Ganze nur kürzer. Und das ist halt so der Punkt, an dem man denken muss, technisch korrekte, technisch perfekte Bilder, immer unter Anführungszeichen, weil was heißt das schon, werden immer, immer leichter zu machen. Und das wirklich Wichtige ist, die Person dahinter, das Konzept dahinter, die Gedanken dahinter, wie kann ich jetzt die Emotionen, meine Idee, den Kundenwunsch in ein Bild reinkriegen, was das dann ja immer heißt. Und das ist einfach so als kleine Idee, was da jetzt quasi jetzt St. Pölten ist oder was wir da in St. Pölten machen oder ausprobieren. Und jetzt kommen wir so ein bisschen mehr zu dem handfesten Part. Falls irgendwelche Fragen zu dem ganzen AI-Thema sind, ich habe da irgendwas gesehen, zu dem können wir dann nachher auch nochmal drauf gehen, einfach Fragen stellen. Digitales Lernen, so muss ich rüber zeigen, YouTube. YouTube, mittlerweile die zweitwichtigste Suchmaschine im ganzen Internet. Warum? Weil die erstwichtigste Suchmaschine Google ist. Jetzt kann man natürlich sagen, YouTube gehört zu Google. Das heißt, YouTube ist unglaublich wichtig. Und ziemlich sicher jeder, der da draußen ist, hat YouTube verwendet, verwendet YouTube regelmäßig.
Es gibt jetzt aber ein paar Dinge, die man beachten muss. Wie gesagt, jetzt ein bisschen wiederum digitales Lernen, auf was soll man schauen. Vorteil, YouTube, wenn man weiß, nach was man sucht, findet man auf jeden Fall das, was man haben will. Nachteil von YouTube, wenn man nicht weiß, was man sucht, findet man nichts, beziehungsweise man kommt sehr oft in so ein, ich nenne es immer so Tipps und Tricks denken. Also irgendwer auf YouTube zeigt irgendeinen tollen Tipp her und will sich meistens damit ein wenig so selber profilieren. Was ich einfach damit immer sehe oder ich persönlich für ein Problem damit habe, ist, dass das in einem Workflow eigentlich nie eingebettet ist. Es ist immer so herausgenommen, irgendwelche tollen Sachen, wo man sich denkt, ja, ist ziemlich cool, aber wie funktioniert das wirklich? Was auch sehr, sehr schwierig ist auf YouTube, wenn ich quasi jetzt in den Tipp reinsteige, mir gängen aber Grundlagen darunter ab, dann komme ich da nicht mehr zurück, weil ich weiß ja nicht noch, was ich suchen sollte. Das Problem quasi beheben Lernplattformen, das wird dann der nächste Punkt sein. Was auch schwierig ist, ist, wer sagt mir, wo ich ja quasi kein Wissen habe, dass die Qualität von dem Video, was ich da jetzt sehe, also die inhaltliche Qualität, auch wirklich gut ist. Und durch das, dass ich ja mittlerweile ein bisschen länger drinnen bin, sehe ich, dass da draußen echt viel Zeug herumflockt, ja, weil es halt einfach hochgeladen worden ist und sehr viele Leute auf ein Zeug, was scheinbar gut funktioniert, auch wiederum drauf referenzieren. Ich sage zum Beispiel nur die Frequenztrennung von Calvin Hollywood zum Beispiel, die jetzt mit Kontrast frühere Version minus 50 verwendet wird, was so schwierig ist, sagen wir so, sie funktioniert, aber da gibt es natürlich andere Techniken, die wesentlich besser funktionieren und schneller sind und eigentlich verwendet werden sollten. Okay, das war einfach einmal so ganz kurz zu YouTube, dass man da einmal was sieht. Wie gesagt, wenn man weiß, was man macht, was man sucht, ist cool. Ich persönlich suche immer mittlerweile über Videos, egal was ich mache, ob das jetzt Fahrradreifenwechsel ist oder was auch immer. YouTube ist einfach der Stand der Technik. Und jetzt so das Gegenteil, wenn man so will, und zwar ist das jetzt eine Lernplattform. Durch das, dass ich jetzt seit 2010 bei LinkedIn Learning dabei bin, nehme ich da jetzt auch LinkedIn Learning einfach als Beispiel. Der große Vorteil ist, die Inhalte stimmen. Warum? Weil da ein riesengroßes Team dahinter sitzt, die jetzt einfach die Lerninhalte kuratieren, schauen, dass die richtigen Trainer kommen, schauen einfach auch, dass der ganze Trainingsaufbau funktioniert und stimmig ist und damit auch die Qualität stimmt. Nur damit man sich so grob vorstellen kann, was jetzt an Manpower dahinter steckt, wenn ich eine Stunde Rohmaterial aufzeichne, ist da 40 Stunden Manpower dahinter, dass das publiziert wird. Da ist der Schnitt dabei, da ist der Text dabei, da sind die Fehleranalysen dabei von den Videoproofer, da ist das Hochladen und so weiter und so fort. Also da ist wirklich viel, viel, viel dabei, dass einfach das in der Qualität rauskommt, was man dann am Schluss auch wirklich kennt, egal in welcher professionellen Plattform. Ganz wichtig ist auch der Punkt, wenn man jetzt auf einer Lernplattform irgendein Training sucht oder Thema sucht, dann springt man genauso dorthin. Das Tolle daran ist aber, wenn ich draufkomme, ich kann damit jetzt nicht umgehen, weil mir das Wissen darunter fehlt, kann ich einfach in dem Kapitel so lange zurückgehen, bis ich das einfach finde, was mir einfach abgegangen ist. Und dann gehe ich halt einfach wiederum nach oben weiter. Und das ist ein riesengroßer Vorteil. Also das kann man gar nicht sagen oder gar nicht hoch genug betonen, wie toll da jetzt Lernplattformen sind, beziehungsweise Tutorial-Videos, die jetzt quasi in Kapiteln und Videos aufgebaut sind, damit man da wirklich ein Fundament hat, auf dem man aufsetzen kann. Und der Karl, aber ich sage noch nicht mehr, ich habe nichts gesagt, ich habe nichts gesagt. Ich weiß noch nicht, ob das Ganze offiziell ist. Vielleicht ein kleiner Nachteil ist, dass natürlich Lernplattformen kostenpflichtig sind, aber gleichzeitig ist es kein Nachteil, sondern ein Vorteil, denn genau durch das, dass man Geld dafür zahlt, dass man von kuratierten Inhalt quasi zugreifen kann, hat man den großen Vorteil, dass man weiß, dass die Qualität stimmt. Und dadurch spart man wieder Zeit und wir wissen alle, Zeit ist Geld. Und das ist natürlich was, was man echt sehr, sehr hervorheben kann. Gut, was ich jetzt quasi auch selber ausprobiert habe, wie gesagt, ich mache ganz viel selbst. Ich mache übrigens auch selbst natürlich YouTube-Videos und mache schon sehr, sehr lange LinkedIn-Learning-Videos. Und aus dem Ganzen ist jetzt quasi das da heraus erwachsen. Ich habe Anfang dieses Jahres gestartet, ich nenne das Plus. Und das ist eine Mitgliedschaft, wo es darum geht, dass ich mit Livestreams live dabei die Leute habe, wo jetzt einfach zu verschiedensten Themen in dem Bildbearbeitungsbereich, also Lightroom Classic, Photoshop, es wird Richtung Premiere gehen. Morgen am Montag gibt es einen Livestream zur Profilerstellung in Lightroom und in Photoshop, was ein ganz, ganz spannendes Thema ist. Und da ist einfach so, ich nehme so ein bisschen mein Wissen mit aus genau die Sachen, die ich jetzt gerade erklärt habe. So einerseits baue ich jetzt quasi was auf, was auf sich aufbauend ist,
Andererseits gebe ich den Leuten, wenn es live ist, den Zugang. Jeder kann da sein, wann er will, kann sich das zuschauen, also anschauen. Wenn man jetzt aber das quasi alles anschauen will, was ich bis jetzt produziert habe für meine Plus-Mitglieder, dann ist halt so, dass man die Plus-Mitgliedschaft, das heißt, also Plus-Mitgliedschaft braucht, ein relativ cooles System. Mir taugt es zurzeit voll und mir taugt es einfach total, dass ich jetzt eigentlich was gefunden habe für mich, wo ich dir da draußen einfach helfen kann, dass du auch besser werden kannst. Das ist nämlich auch so ein bisschen mein Credo, wenn man so will. Also ganz kurz so die Plus-Mitgliedschaft. YouTube okay. Plus, ich glaube, das ist nicht ganz... YouTube Plus heißt das, oder? Genau, also man findet es auf martindörsch.at/plus und das ist eben meine Plus-Mitgliedschaft, die dann auf YouTube ist. Also es gibt einen ganz normalen YouTube-Channel, danke fürs Nachfragen, und es gibt dann den Plus, die Plus-Mitgliedschaft. Okay, so, dann... Fragen stellen ist total in Ordnung, haut ihn kurz raus. Aus dem ganzen Unterrichten und sehr übers Unterrichten Gedanken machen, gibt es so ein bisschen den, ich nenne es einmal den Goldstandard, wie man heutzutage unterrichten sollte. Und das wollte ich euch auch noch so ein bisschen mitgeben. Und zwar nennt sie das Ganze Flipped Classroom. Das Grundprinzip ist nämlich das folgende. Ich habe es auch schon ganz am Anfang gesagt. Man kann sich überall Tutorials anschauen, man kann überall schauen, wow, schau, wie cool der das fotografiert hat, wie cool der das retuschiert hat, schau, die und die und die Schritte hat er gemacht, die und die Dinge macht er beim Bearbeiten von Bildern. Aber das Thema ist einfach, wenn man es nicht selber tut, wenn man es nicht selber anwendet, wenn man es nicht selber ausprobiert und experimentiert dabei, dann wird man das nicht sich, also in sich aufnehmen und festigen. Und also Mischung oder ein Lernkonzept ist eben das Ganze in Flipped Classroom zu machen. Ich unterrichte, soweit es möglich ist, auf der FH auch genau nach dem Prinzip. Und zwar so ganz kurz überlegt, was ist so der klassische Unterricht, wie man sich das immer vorstellt oder wie man es die meisten selbst jahrelang in unserem Schulsystem quasi durchgemacht haben. Und zwar ist das, irgendwer, der gescheit redet, so wie ich gerade jetzt im Moment, steht irgendwo vorne und redet gescheit, weil er ja gescheit ist oder so tut. Und alle anderen schauen so mit großen Augen zu und wissen in dem Moment, wo der redet, nicht, was für Fragen stellen sollen, weil sie kriegen ja das Wissen jetzt gerade erst vorgetragen. Was macht dann der davon redet? Er gibt den Leuten eine Hausaufgabe und sagt, mit dem Wissen, was ich euch jetzt vorgetragen habe, weil ich weiß ja, um was es geht, macht ihr jetzt daheim die und die Aufgabe. Ist ziemlich cool, prinzipiell, wenn man die Aufgabe macht, beim nächsten Mal im Unterricht wiederum genau das Gleiche. Der Gescheiter davor redet über irgendwas, ziemlich cool und so, die anderen schauen wieder zu, bringt nichts. Flipped Classroom dreht das Ganze um. Und zwar mit Lernplattformen, mit YouTube-Videos, mit was auch immer. Ich gebe meinen Studierenden, bevor ich den Unterricht habe, zu meinetwegen Lightroom Bildverwaltung, gebe ich ihnen jetzt auf LinkedIn Learning, weil in der FH haben wir LinkedIn Learning für alle Studierenden, und sage ihnen, das und das Video schaut sich an, bis zum nächsten Mal. Und dann weiß ich nämlich, wenn sie dieses angeschaut haben, wir gehen einmal davon aus, dass sie dir das anschauen und ich rede jetzt nicht drüber, wie ich das sicherstellen kann, dass sie das anschauen. Aber wenn ich das dann quasi einer vorab gegeben habe, das heißt quasi den Input, den ich normalerweise geben würde, witzigerweise, wenn ich jetzt Lightroom sage, gebe ich einer meine Videos, das heißt, ich rede so auch mit einer. Aber egal, bei welchem Thema immer. Das heißt, sie schauen sich das Ganze vorher an und im Unterricht gibt es nichts Neues mehr. Was mache ich im Unterricht? Ich mache quasi die Hausübungen im Unterricht. Das heißt, im Unterricht, vor Ort, wo ich mit meiner Expertise da bin, da schauen wir, dass wir Projekte umsetzen, da schauen wir, dass wir tun, da schauen wir, dass wir anwenden, da schauen wir, dass wir Fehler machen und dass wir aus die Fehler lernen. Und das ist was, was A, unglaublich bereichernd ist, B, unglaublich schwierig ist, nämlich als Vortragender, weil man permanent immer wieder in das reinfällt, weil man ja jahrelang im Schulsystem genau das andere gemacht hat. Aber wenn es funktioniert, dann hebt man auf einmal das Wissenslevel von den Leuten so unglaublich weit nach oben, dass auf einmal das Unterrichten, das Miteinander besser werden, so viel Spaß macht, dass er Wahnsinn ist. Ich kann es gar nicht anders sagen, es ist echt eigentlich das coolste Unterrichten, was es noch gibt. Gleichzeitig muss man sich das natürlich auch trauen, denn man gibt auf einmal seine Expertise und sagt, hey, schau, wie cool ich bin und ich rede da vorne ein cooles Zeug, gibt das so ein bisschen aus der Hand, weil die Leute mit dem Wissen in den Unterricht kommen. Aber keine Angst, man ist trotzdem immer Schritte voraus, viele, ne? Darum unterrichtet man ja da. Und man kann einfach sein Wissen genau auf die Projekte umsetzen, was dann gemacht wird und das anleiten, neue Ideen bringen, aus den Ideen von den Studierenden selber lernen, das wiederum ins andere Sachen weiterbringen. Und das ist einfach was man eigentlich nur empfehlen kann. Ist das absolut Geniale.
Und das bringt mich also ein bisschen auf verschiedenste Lernaspekte in dem Ganzen. Sehr viel, was man heute immer macht oder früher gemacht hat, ist eben so das synchrone Lernen. Das heißt, einer steht vorne, andere hören zu, in der Gruppe vielleicht, ob das jetzt on- oder offline ist, ob das hybrid ist, ist vollkommen egal. Man lernt halt einfach gleichzeitig oder man kriegt was gleichzeitig gelehrt. Das heißt natürlich, so wie jetzt gerade in dem Moment, da draußen, wenn du da jetzt vor der Kamera sitzt, sitzt du sehr wahrscheinlich allein da vor der Kamera, weil alle anderen siehst du nicht. Das heißt, du bist jetzt allein. Ich weiß jetzt nicht, was du machst vielleicht daneben nur deine E-Mails oder was auch immer, bist vielleicht dabei, interessiert dir das Thema nicht so, kriegst gerade einen Telefonanruf, das heißt, du bist abgelenkt. Und das ist immer ein wenig schwierig. Und drum, und zwar schwierig deshalb, jetzt hätte ich fast den Punkt vergessen, weil du jetzt nicht weißt, was du versäumt hast in dem Moment, wo du gerade abgelenkt warst, aus welchem Grund auch immer. Wenn man das Ganze jetzt aber asynchron macht, das heißt, dass man einfach sagt, hey, schau dir das und das und das an, dann kannst du dir das selber einteilen, du kannst die Geschwindigkeit selber anpassen, du kannst zurückgehen, du kannst nach vorgehen, du kannst Wissenslücken aufbauen, also auffüllen, nicht aufbauen, und dann einfach mit dem Wissen entsprechend in die Präsenzzeit, die nachher natürlich synchron ist, reingehen und mit dem Wissen dann einfach entsprechend arbeiten. Das heißt, das ist was ich, wenn man jetzt irgendwie neue Lernkonzepte überlegt, wenn man jetzt sagt, man probiert jetzt Sachen aus, eigentlich jedem nur wirklich ans Herz legen kann, so gewohnte Sachen einfach einmal überdenken, über Bord werfen und einfach nach vorn schauen, was man damit machen kann und wie man da jetzt einfach generell profitieren kann. Wie gesagt, da lernt man auf beiden Seiten dazu, da lernen alle dazu. Das ist unglaublich bereichernd. Anders kann man es eigentlich gar nicht zusammenfassen. Ich glaube, ich war ein bisschen zu schnell, aber dafür haben wir jetzt sehr viel Fragen, also Zeit für Fragen. Da ist jetzt nur die Möglichkeit, wo es jetzt Sachen von mir findet. Ich probiere das jetzt irgendwie mit meinen Fingern einzuschränken. Du bist gut unterwegs. Passt. Martin Dörscher.at, da findet man mehr zu mir. Wie gesagt, morgen gibt es einen Plus-Livestream, wenn es dabei sein soll. Der ist, wie gesagt, kostenlos, wenn er kostenlos ist. Sonst, ich mache Einzeltrainings, sonstiges Zeug und ich habe relativ viel Spaß beim Unterrichten und nämlich auch damit, dass dann die Leute auf der anderen Seite natürlich auch was davon haben und, wie es einfach bei mir mal heißt, besser werden. Gut, mit dem lasse ich das jetzt. Und wenn Fragen sind, kannst du jetzt einfach direkt an mich stellen und dann können wir über das reden. Ja. Martin, das stelle ich gleich für den Wolfgang Hanisch. Und zwar, es gibt ja auch einen akademischen Fotografen-Ausbildung in St. Pölten, gell? Die findet man jetzt auf der Homepage von der FH St. Pölten wahrscheinlich ganz leicht zu finden, oder? Genau, einfach auf der FH. Da wird jetzt übrigens auch zusätzlicher quasi darauf aufbauender Kurs noch gemacht. Der ist jetzt aber noch nicht so ganz offiziell, aber da könnt ihr ein bisschen hinschauen. Man findet das alles auf der fhstp.at und da kann man schauen. Genau. Sehr fein. Dann sage ich einmal vielen Dank für diese herzliche, also für diese tolle Präsentation und du hast das ja ein bisschen vorweggenommen. Bei uns, wir werden auch in diese Richtung Flipped Classroom gehen und einiges an unseren Konzepten auch ändern. Das war eigentlich einer der großen Vorteile oder der Pandemie, dass ich ja sehr viel Zeit hatte, um nachzudenken und um gewisse Dinge halt einfach auch zu überdenken. Und da wird sich einiges tun, auch in Zukunft. Fein, wir sind super im Zeitplan. Dann werde ich jetzt einmal noch geschwind da umschalten. Und jetzt müssen wir nur schauen, wo ich da hin muss. So, Sekunde noch. Da müssen wir ganz schnell führen. Es hat ein paar Terminänderungen geben, und zwar das AKW Zwentendorf, da gibt es einen neuen Termin am 19.06.21, also das haben wir jetzt verschoben, und es gibt ein zusätzliches Fotowochenende in Hallstatt mit Bernhard Brenner vom 4. bis zum 6. Juni, Narzissenfest und alles in voller Blüte, ist auch schon buchbar, und dann fangen es mit den Fotowochenenden, beginnt es dann so richtig, am 3.06. geht es noch alte Partie, da sind auch schon genügend Anmeldungen. Und ich bin einmal sehr positiv gestimmt, dass wir das auch durchführen können. So, jetzt geht es zur Bildbesprechung. Ich habe sehr viele tolle Bilder bekommen. Jetzt muss man den Bildschirm freigeben. Wenn ihr uns Bilder schickt, bitte in Zukunft schreibt den Dateinamen, euren Namen rein, weil dann wissen wir nämlich, von wem die Bilder sind. Sonst tun wir uns immer so ein bisschen schwer. Es war das Thema Frühlingsblumen. Und das ist die erste Einsendung von Wolfgang. Wolfgang, magst du ein bisschen was dazu sagen?
Gut, dann muss ich das noch einmal zurück. Sekunde. Das kurz. Ich sehe leider nicht, von wem das Bild ist. Genau, so ein kleiner Punkt nur, die Teilnehmer können sich jetzt auch wieder selbst entstummschalten, falls sie ihm was sagen wollen, weil vielleicht hätte der Wolfgang gerade nicht freischalten können. Jetzt könnt ihr was sagen. Jetzt geht's wieder. Genau, Wolfgang, dann geh noch einmal zurück, dann kannst du noch mal kurz was zu dem Bild sagen. Ja, gleich ist er in Andalusien aufgenommen, bei einer Fokoreise mit dem Marc. Aber das ist nicht das richtige Bild. Warte mal, jetzt schauen wir noch mal, wo war das? Ich fange jetzt da noch einmal doppelt an. Genau, das ist klar, ja. Genau. Ja, in Andalusien vor 3 Jahren, 4 Jahren im Frühjahr, also ich glaube, die Blüte von Gamra war eine tolle Reise und ja, haben eben mit der Landschaftsfotografie, Architektur, eben die Städte und Dörfer dort und natürlich auch über Natur, Blumen und Tiere beschäftigt. Also, schönes Querschnittprogramm. Sehr fein. So, dann das nächste Bild. Da weiß ich leider nicht, von wem das ist. Das ist von mir. Ja, wer ist mir? Dagmar Küsters vom Niederrhein in Deutschland. Ja, herzlich willkommen. Also ganz, ganz toll, dass du so das Hauptmotiv auf der rechten Seite super platziert. Was ist das für eine Blume? Weißt du das? Ja, ich kenne sie unter Hasenglöckchen. Da gibt es hier ganze Wälder mit, die dann voll sind als Bodendecker mit diesen blauen Glöckchen. Also du könntest ruhig auch noch probieren, einfach noch näher ran, vielleicht beim nächsten Mal auch noch einmal einen Ausschnitt machen. Und vielleicht auch im Gegenlicht. Also welche Uhrzeit hast du das aufgenommen? Oh, das wird irgendwie nachmittags gewesen sein. Ja, also bei den Blumen ist einfach um 5:30. Bei den Blumen ist einfach schön, wenn man das vielleicht auch dann noch einmal später probiert, wenn die Sonne tiefer steht, dann hast du auch diese schönen Sonnenkreise im Hintergrund. Mhm. Ist das auch noch von dir? Ja, das auch von mir. Das ist dann roter Flohknöterich. Also was bei diesen Bildern immer, ich finde das immer auch schwierig an Fokus zu finden sozusagen. Also ich wäre da auch noch viel näher rangegangen. Das heißt, ich hätte wirklich vielleicht nur einen Ausschnitt von der mittleren Blume genommen. Okay. Aber du hast auch also mit ziemlich 85 mm ziemlich offene Blende, dann ist auch so ein schöner Hintergrund. So, dann das nächste Bild. Da hätten wir das Hauptmotiv im linken Drittel. Da wären wir ja einigermaßen im goldenen Schnitt. Und das Licht ist sehr, sehr hart. Das Foto ist von Christoph, glaube ich, oder? Ja, genau, von mir. Ja. Da ist immer das Schwierige, wenn die Sonne so direkt drauf scheint, weil schon mal, wann das gemacht worden ist, um 14.16 Uhr. Ich habe da so einen weißen Karton mit, wo ich notfalls auch das Licht komplett abhalten kann, dass ich nicht so hartes Licht drauf habe. Ja. Hat aber noch einmal von Wolfgang was? Ja. Der ist bei der Fokoreife Hallstock mit dem Bernhard gestanden. Sehr schön. Und dann eine super tolle Schwarz-Weiß-Umwandlung. Mhm. Man sieht auch richtig schön, die Diagonale zieht sich durchs Bild. Und wiederholt sich auch. Ja. Dann haben wir hier eine schöne Schneerose. Von wem ist die Schneerose? Ich finde, das ist einfach schwierig, weil keine eindeutige Schärfeebene ist. Man müsste sich überlegen, wo soll die Schärfe sein und müsste dann entweder rechts auf die Blume oder links auf die Blume. Also ich würde eher hier rechts die Schärfe liegen. Weil die Schärfe liegt da eher am Blatt herunten, was in meiner Meinung nach eigentlich nicht so wichtig ist. Schauen wir mal.
Ja, das ist ein richtig schönes Detail. Also ins Makro dann noch einmal weiter reingegangen. So, dann haben wir jetzt eine Collage vom Gernot. Gernot, magst du ein bisschen was dazu sagen? Ja, die Fotos habe ich Anfang März aufgenommen bei uns im Stadtpark und das waren eigentlich lange Zeit die einzigen Blumen, die es für uns gegeben hat. Schneeglöckchen. Und das ist schon sehr spät am Nachmittag, weil ich glaube, das ist die Sonne im Hintergrund, oder? Wenn ich mir das so. Ja, es war 17 oder 17.30 Uhr, ging sowas in die Richtung. Ja. Und ich muss zugeben, beim linken Bild habe ich die Schneeglöckerl ausgerissen. Das war das Einzige, was wirklich daran klammert müssen, weil sonst hätte ich es nicht von der Sonne gebracht. Oh, das darfst du mir jetzt nicht sagen, das haben wir jetzt nicht gehört, du bist sofort disqualifiziert. Das ist von mir, Walter Berthe von Riedin-Ingreis in Oberösterreich. Jetzt sag einmal, was hast du denn da hinten getrickst? Das war jetzt interessant. Ja, das ist wirklich interessant, weil das ist ein normales Glas, 30x40 Glas vor so einem Bilderrahmen. Und da habe ich so eine Folie draufgeklebt. Das ist, du weißt, so eine Regenbogenfolie ist das. Und das hat sich da hinten so toll gespiegelt. Also du hast quasi also auf diesen Bilderrahmen 30x40 diese Folie draufgeklebt, die Regenbogenfolie. Genau. Ja, es gibt und die als Hintergrund hergenommen und von hinten mit der Taschenlampe beleuchtet. Ja, weil es gibt nämlich auch so Prismen, so Glasprismen, die man vor das Objektiv halten kann, mit dem man auch so Dinge machen kann. Aber das mit der Folie ist eine interessante Variante. Und habe es dann auch noch einmal gespiegelt. Also das habe ich mir eh gedacht. Ja. Schaut cool aus. Ja. Ja, das wäre so für mich der klassische Bildaufbau, wenn wir da jetzt einmal den Ding drüber legen, das Raster. Das haben wir genau in der Drittelregel, wahrscheinlich auch im goldenen Schnitt. Also das heißt, und da dieses Weiß in Weiß mit dem zarten Gelb, sehr, sehr gelungene Bildkomposition. Warum hast du das im 16:9 Format gemacht? Mir gefällt das 16:9 besser. Das ist persönlich einfach. Ja, das ist ja ein Statement. Weil witzigerweise, ich habe jetzt gedreht am Freitag und natürlich Videos auch im 16:9 Format und da ist mal ein paar Drehshooting gegangen, aber da haben wir extrem schwierig getan mit der Bildkomposition, weil normalerweise alles im Hochformat ist. Und 16:9 hat da schon einen eigenen Charme. Ja. Ist was Persönliches halt irgendwie, aber. Ja. Es war gerade im Chat gerade der Manfred geschrieben, ich dachte nur Bilder von heuer. Das stimmt auch. Also es war auch gewünscht, die Fotos sollten heuer aufgenommen worden sein. Ich muss aber gestehen, beim Wolfgang habe ich es übersehen, dann habe ich es nicht rausgenommen. So. Von wem ist dieses Bild? Das ist von mir, Diana. Ah, super. Du hast ja auch ganz im linken Teil des Bildes, also auch sehr schöne Bildkomposition. Und diese Reduktion. Ich habe noch keine Ahnung, was das ist. Das war das Einzige, was irgendwie nach Blüte ausgeschaut hat im Donaupark vor 5 Wochen. Okay. Das ist in dem Busch. Ja. Ist das auch noch von dir? Das ist auch von mir, ja. Ja. Ja, dieses Weiß in Weiß kann schon was. Du hast vielleicht beim Vordergrund rechts, überdeckt ein bisschen, also wenn ich hier das Blatt noch besser gesehen hätte, wäre vielleicht eine Möglichkeit. So, dann haben wir noch einmal die Collage, ist die noch einmal, von wem ist die noch einmal von Gernot? Ja, die schaue ich da von mir. Ja. Das war dann auch. Ja, 1-2 Wochen später, glaube ich, wo dann die Krokusse auch schon langsam aufgeblüht sind. Der erste Krokus im Garten. So, dann haben wir von der Sabine ein klassisches Schneeglöckchen. Da ist ja, hallo, Sabine. Ja, genau. Also einfach in der Aue fotografiert.
Die ersten also, Frühlingsboten. Ja, da ist immer extrem wichtig, bei die Bodenblüher, da, dass du auch möglichst weit am Boden unten bist. Also das hast du eh gut gemacht. Ja, genau. Dann im Hintergrund einfach ein bisschen aufpassen. Das sind so da bei diesen Sachen die wichtigsten Tipps. Ist das auch du noch einmal? Ja, genau, das ist auch von mir. Das ist ein Strobel am Bürgelsteig. Also, das ist und sehr, sehr... Ich wollte halt nicht nur die Schneerosen, sondern halt einmal mit allem drum und dran. Ja, das ist von der Komposition sehr, sehr schön, weil einfach durch die zwei dominanten Farben und dass das so einen irrsinnig schönen, weichen Vordergrund damit erzeugt. Also, das finde ich sehr, sehr stimmungsvoll und du lenkst sozusagen den Betrachter dann sofort auf das Hauptmotiv, weil du alles so schön in Unschärfe gelegt hast. Und dadurch diese verschiedenen Ebenen der Schärfe, das ist es, was das so toll macht. So, da haben wir jetzt noch einmal den Wolfgang, dann gehe ich jetzt einmal drüber. So. Ja, der Grund, warum wir vier Bilder von mir gekriegt haben, weil ja die ersten zwei Bilder auf der ersten Runde waren und mich verkaufen hat, nur von heuer. Ja, ist kein Problem, Wolfgang, ist ja kein Problem. So, von wem ist dieses Bild? Ah, das nochmal von Christoph. Ja, bei mir war das Gleiche, dass ich zweimal eingeschickt habe, weil das mit dem Krokus war vom letzten Jahr. Das ist ja kein Problem. Aber was mir da jetzt noch auffällt, du bist jetzt sehr, sehr hell hier. Meiner Meinung nach bist du einfach hier, also das ist für mich grenzwertig hell. Okay, ja. Hast du das so ausgearbeitet oder war das... Mir schaut es am Tablet witzigerweise jetzt auch sehr hell aus. Ich habe es eigentlich anders in Erinnerung bei mir am PC gehabt. Weil es wäre mir interessant, das Original zu sehen, ob das, weil das Foto schaut da insgesamt nicht, es schaut nicht aus, wie wenn es ausgefressen wäre. Nein, es ist sicher nicht ausgefressen, das bin ich mir ganz sicher. Aber es wirkt da wirklich so, müsste ich schauen, kann ich da gern zukommen lassen. So, dann haben wir vom Andreas ein Bild. Schöner zentraler Bildaufbau. Gut, dann werde ich meine Bildschirmfreigabe wieder beenden. Es gibt jetzt noch am 25. eine zweite Runde und wir haben auch drei kleine Preise. Wir werden aber unter alle Teilnehmer vom Fotocafé, die angemeldet waren, werden wir es verlosen. Also wir haben jetzt nicht gesagt, wir werden nicht unter den Leuten verlosen, die Fotos einschicken, sondern alle, die dabei waren. Also wenn ihr Lust habt, macht es noch zweiter Durchgang und dann werden wir in 14 Tagen sozusagen auch in der Sendung die Verlosung machen. Dann würde ich mir den Oliver bitten, Photoshop Challenge. Ja, also herzlich willkommen auch von meiner Seite. Karl, kannst du dich entpinnen und mitpinnen? Ja, das kann ich. Sehr gut. Ja, hallo. Okay, dann steigen wir ein. Und zwar hat uns da Konrad ein Bild zukommen lassen. Und zwar geht es um dieses Hundefoto. Konrad, jetzt, das ist ja das Originalbild. Richtig, ja. Ja, das heißt, so ist es aus der Kamera gekommen. Und was hast du jetzt für Wünsche an die Retusche? Ja, also meine, was wir gestern kurz besprochen hatten, war, was ich mir gewünscht hätte. Also ich finde das Bild an sich nicht übel, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man es dann bearbeitet hat. Aber wenn man es vielleicht noch ein bisschen den Hund noch stärker herausheben wollte, dann müsste man eigentlich die beiden Hunde links im Hintergrund wegnehmen und den Hintergrund hier quasi weiter drüber malen oder ersetzen, also retuschieren auf Deutsch gesagt. Was mir aber wichtig wäre, dass die Tropfen, die man hier im Vordergrund sieht auf der linken oberen Bildecke, trotzdem bestehen bleiben. Okay, also das heißt, ja. Übersetzt es jetzt sozusagen in die Photoshop-Sprache, das heißt,
den Hund hier im Vordergrund freizustellen, damit wir dann da im Hintergrund diese beiden Hunde wegretuschieren können und damit der Hund, wie heißt der Hund? Das ist die Suri. Damit die Suri sozusagen alleine in diesem Bild zu sehen ist, dass da die Suri. Na gut, das ist jetzt das Originalbild aus der Kamera. Er hat mir die RAW-Datei zur Verfügung gestellt und ich habe dann einmal eine RAW-Entwicklung durchgeführt. Ihr seht eh, das Originalbild, so wie es fotografiert wurde, da waren wir für meinen Geschmack jetzt, also ich bin jetzt kein Hundespezialist, aber der Weißabgleich ein bisschen auf der kühlen Seite, also das Bild ist eher kühl und bläulich und ich habe die Farbtemperatur ein bisschen wärmer gestaltet und ich habe ein bisschen die Tiefen angekommen, also dass man da ein bisschen mehr Struktur da in dem dunklen Feld hat. Ich habe das vorbereitet, schaut her, also der Konrad hat das schon super fotografiert, genau die paar Regler habe ich nur betätigt und da den Farbtemperaturregler ein bisschen mehr ins Gelbe. Mehr habe ich nicht gemacht, jetzt einmal von der globalen RAW-Konvertierung. Ich habe aber dann noch bewusst lokal da in dieses Fell noch ein bisschen an mehr an Kontrast hineingebracht. Und das habe ich einfach, indem ich einen Radialfilter im RAW-Konverter aufgezogen habe und da die beiden Regler Klarheit und Struktur ein bisschen anzogen hat und dann kriegt man halt da diese schönen Mini-Kontraste, damit das Fell noch richtig schön herausgearbeitet wird. Und das war in Summe die ganze RAW-Konvertierung, die exakt 2 Minuten dauert hat. Ja, und jetzt kommt halt die große Aufgabe, dass man sagt, die Suri heißt sie, oder? Ja, genau. Die Suri, dass sie dann da freigestellt ist und die zwei Hunde im Hintergrund halt wegretuschiert sind. Weil, und das ist jetzt fotografisch immer ein wichtiger Tipp und der Karl hat das heute eh schon mehrmals erwähnt, schaut beim Fotografieren immer auch auf den Hintergrund, damit euer Star oder euer Motiv schön, frei und sauber ist. Aber ich weiß, also wenn man Hunde fotografiert, da ist man froh, wenn man die mal im Laufen erwischt. Nehme ich mal an und wenn da hinten sich die nächsten zwei schon herumtummeln. Ich glaube, das ist eher schwierig zu organisieren. Na gut, aber das können wir ja im Photoshop lösen. Gut, naja, jetzt kann man natürlich sagen, man nimmt einen Kopierstempel und fängt halt da an, da hinten diese beiden Hunde wegzuretuschieren, so Stück für Stück mit dem Kopierstempel. Man werden dann irgendwann einmal Probleme da kriegen mit den Wasserspritzern, weil Konrad hat ja gesagt, er möchte nicht, dass diese Wasserspritzer da weniger werden, weil das erzeugt ja diese Dynamik in dem Bild. Und daher ist meine Strategie immer bei solchen Aufgaben, ich schaue halt im Bild, wo sind neutrale Bildelemente zu finden, die ich dann vielleicht als neuen Hintergrund nutzen kann. Und das bietet sich zum Beispiel hier auf dieser Seite an. Also das heißt, ich mache mir jetzt mal nur eine Summe von allen Ebenen, das ist dieser tolle Befehl mit Shift, Alt, Command und E, das summiert sozusagen alles das, was wir bis jetzt gemacht haben und kopiert das Ganze auf eine neue Ebene. Da ist jetzt nichts anderes, das ist im Prinzip alles summiert auf einer Ebene. Gut, dann legen wir da jetzt eine leere Ebene an, nehmen wir den Kopierstempel, das ist jetzt nur mal eine Vorbereitung, damit ich da noch mehr Raum bekomme und jetzt nehme ich da einfach hier die Quelle und tue jetzt der armen Suri da ein bisschen das Schwanzerl weg. Stempeln, das ist aber jetzt nur sozusagen eine Vorarbeit. So, ja, also das, Moment, da habe ich mir jetzt eine Kante hineingestempelt. Nochmal ein paar Befehle zurück mit Command Z. Ja, okay, noch einmal und jetzt da das Schwanzerl. Okay, jetzt passt's. Gut, ich mache mir jetzt noch einmal eine Summenkopie von dem Ganzen. Jetzt brauche ich diese zwei unteren Ebenen nicht mehr, die waren nur eine Hilfe für diese Vorarbeit, also die kann ich jetzt wieder löschen. Und jetzt treffe ich da eine Auswahl und sage einmal, das ist jetzt dieser neutrale Hintergrund, den ich dann für die andere Seite verwenden möchte. Aber bevor ich das mache, sehe ich noch ein Problem und zwar da dieser helle Fleck. Helle Bildelemente,
in einem Bild ziehen immer den Betrachter. Also das heißt, das Da ist ja hier und jetzt habe ich da im Hintergrund, was heller ist als unser Star, die Suri. Also das heißt, das müssen wir noch wegretuschieren und das geht am schnellsten, indem ich das auswähle und dann einfach mit dem Dialog Fläche füllen. Und da wähle ich jetzt einfach aus, inhaltsbasiert. Also ich kann da auswählen, mit Schwarz füllen, mit Grau oder Weiß, aber ich möchte diese Auswahl inhaltsbasiert füllen. Was bedeutet inhaltsbasiert? Naja, Photoshop schaut sich an, was für Pixelelemente sind hier außerhalb von der Auswahl und füllt es dann in die Auswahl hinein. Und wenn wir das jetzt alles richtig gemacht haben, müsste Photoshop das wunderschön entfernt. Also ihr seht es eh perfekt. Schaut her, ich schalte diese Ebene nochmal ein aus. Perfekt wegretuschiert. Okay, jetzt haben wir wirklich einen sauberen Hintergrund und den kopieren wir uns jetzt einmal auf eine neue Ebene. Ich kann jetzt natürlich ins Menü gehen, bearbeiten, kopieren und dann einfügen. Das ist halt jetzt der Weg übers Menü, aber es gibt einen tollen Kurzbefehl, der nennt sich Command oder Steuerung J. Somit ist jetzt dieser neue Hintergrund auf der Ebene. Die untere Ebene, die brauche ich nicht mehr, das war jetzt auch nur wieder für die Vorarbeiten, die kann ich wieder löschen und da schreibe ich mir jetzt einfach Hintergrund neu. Immer die Ebenen beschriften, weil wenn es dann mehr wären, die Ebenen, dann verliert man schneller mal den Überblick. Okay, jetzt habe ich da im Vordergrund das Wasser, das sich so formt. Das heißt, einmal so, also ihr seht es eh da in der Spiegelung. Und wenn ich jetzt den neuen Hintergrund jetzt da herüberschiebe, na, das passt nicht ganz zusammen. Das heißt, ich muss jetzt das noch spiegelverkehrt auf die andere Seite bringen. Und das geht am schnellsten. Im Menü Bearbeiten finde ich einen Dialog, der nennt sich Transformieren. Und da habe ich den Befehl Horizont Spiegel. Und jetzt wird das einfach geflippt und schon passt es da voll super jetzt auf der linken Seite auch in den Vordergrund. Also ich schalte jetzt nochmal diese Ebene ein aus. Ich habe das jetzt da drüber gelegt. Ja, und jetzt lege ich mir da jetzt einmal eine Maske an und müsste jetzt da die Suri freistellen. Aber dadurch, dass die Suri, ich schalte das nochmal aus, schaut her mal, da jetzt da so dieses Fell hat und da, also das wird jetzt keine leichte Übung. Aber die Photoshop Challenge ist immer so aufgebaut, zuerst gibt es die Tipps für die Einsteiger, also das heißt, der Tipp für die Einsteiger ist, verwende jetzt da immer irgendwas im Hintergrund, das neutral ist, das passt und versucht das auf der anderen Seite damit abzudecken und nicht futzeln da mit dem Kopierstempel. So, und jetzt kommt der Tipp für die Profis unter euch. Das heißt, wir haben jetzt das da soweit vorbereitet und müssen jetzt da die Suri freistellen. Das kann ich natürlich mit diversesten Freistellungswerkzeugen durchführen, aber das flexibelste Werkzeug ist das Zeichenstiftwerkzeug. Nämlich mit diesem Zeichenstiftwerkzeug kann ich wunderbar da hier diese Ränder markieren und ich bin da irrsinnig flexibel. Das heißt, mache ich mal einen Fehler, naja, einfach mit Steuerung Z einen Schritt zurück und ich kann das Ganze wieder weitermachen. Würde das jetzt mit einem Freistellungswerkzeug, so wie dem Polygonlaserwerkzeug machen, wäre die ganze Auswahl weg. Also das heißt, das wäre dann nicht lustig, wenn wir da schon mal angefangen haben. Okay, so, jetzt haben wir mal da die glatten Seiten oder die scharfen Kanten von der Suri und jetzt kommt das Fell. Und jetzt machen wir einfach Folgendes. Wir lassen jetzt dieses Fell einmal so, wie es ist und gehen deutlich innerhalb mit diesem Pfadwerkzeug durch einmal die Suri da hindurch. Und das Tolle an diesem Freistellwerkzeug ist jetzt, wenn ich da jetzt einmal versehentlich einen Punkt gemacht habe, kann ich natürlich mit der gehaltenen Command-Taste mal den Punkt hierher schieben und sagen, na, da wollte ich ihn eigentlich her. Also ihr seht eh, mit diesem Werkzeug ist man in Sachen Vorbereitung für eine genaue Auswahl irrsinnig flexibel. Gut, jetzt komme ich da schon zu den Ohren von der Suri und da habe ich jetzt
so eine schöne Kurve. Naja, da könnt ihr jetzt mit vielen kleinen Punkten da diese Kurve angehen, aber ich kann es auch so machen, dass ich sage, ich setze mir jetzt da einen Punkt, nehme jetzt da das Werkzeug, gehe da genau in die Mitte von dieser Strecke, halte die Steuerungstaste gedrückt, na, tu einmal da mit der linken Maustaste herdrücken. Automatisch setzt mir da jetzt Photoshop einen Punkt mit einer Tangente und wenn ich den jetzt mit der gehaltenen Steuerungstaste verschiebe, kann ich da jetzt wunderschön diese Kurve zum Ohr anpassen. Perfekt. Gut, machen wir da weiter. Auch hier habe ich jetzt wieder eine Kurve. Das könnt ihr jetzt entweder wieder mit dieser Methode machen, das heißt entweder da den Punkt und dann den zweiten Punkt in der Mitte setzen oder ich punkte, halte die Maustaste gedrückt und ziehe. Das wäre die andere Möglichkeit, dass ich da so wunderschön diese Kurven setzen kann. So, jetzt mache ich das Ganze da noch bis zum nächsten Ohr. Da haben wir ja auch noch viele Haare. So, da noch. Da setzen wir jetzt nochmal die Kurve. So, und. Na, das gefällt mir nicht. Ich nehme das nochmal zurück. Machen wir es mehr da. Setzen wir da die Kurve. Genau, passt gut. Da setze ich mir jetzt noch einen Punkt rein, ziehe das da hinaus. Und jetzt, glaube ich, habe ich das soweit. Ja, jetzt ist das soweit fertig. Jetzt machen wir da diesen Pfad fertig und schließen jetzt den Pfad. Okay, gut. Und das Tolle, wenn ich mit dem Zeichenstiftwerkzeug mir Auswahlen treffe mit einem Pfad, diese Pfade, die werden da gespeichert auch in der Pfadpalette. Also da haben wir die Ebenenpalette und da haben wir die Pfadepalette. Und da setze ich ja unter Arbeitspfad, wird dieser Pfad gespeichert, den benenne ich jetzt gleich mal um mit Hund 2. Und dann kann ich den immer wieder neu verwenden. Okay, jetzt heißt, ich bin noch auf dem Zeichenstiftwerkzeug, bewege mich jetzt mit dem Mauszeiger innerhalb des geschlossenen Pfades, rechte Maustaste und sage Auswahl erstellen. Jetzt Radius, weiche Kante, ein Pixel, das ist gut, weil so messerscharfe Kanten, das gibt es in der Natur nicht. Die sind immer ein bisschen weich, mit einem Pixel lassen wir es einmal so. Okay, jetzt habe ich die Auswahl. Ich aktiviere da wieder diese Ebene und sage jetzt, bitte diese Auswahl füllen. Jetzt muss ich nur vorher die Ebene umdrehen. Machen wir es zuerst so. Bearbeiten, Fläche füllen. Jetzt muss ich es mit Schwarz füllen, weil die Maske ist weiß. Jetzt ist sie natürlich verkehrt herum, aber mit Command I kann ich die... Moment, zuerst muss ich die Auswahl aufheben. So, mit Steuerung D und jetzt mit Command I kann ich die Maske invertieren und ich habe einmal grob einmal die Hunde im Hintergrund entfernt. Naja, jetzt haben wir da noch eine scharfe Kante, weil ihr seht eh, die Maske, die ist da messerscharf da oben. Na gut, nehme ich mal den schwarzen Pinsel, mache die Werkzeugspitze etwas größer. Nehmen wir 70% Deckkraft und machen wir das da ein bisschen weicher, da den Übergang. Perfekt. Also da oben sieht man nichts mehr, dass wir was gemacht haben. Und da herunten werden wir das auch noch machen. So. Ja, jetzt nehme ich ein bisschen weniger Deckkraft, weil der Konrad hat gesagt, er möchte seine Spritzer noch haben im Bild. Das war ja die Aufgabe. So. Und jetzt haben wir das einmal ganz grob. Schaut schon mal gut aus, oder? Ja. Das schaut schon mal gut aus. Ja, wenn wir uns aber jetzt da heranzoomen, sehen wir, naja, der hat ja da ein Fell gehabt. Mhm. Und das hat er noch nicht. Also das Fell hat er noch nicht, weil ich gehe nochmal aufs Originalbild. Schaut her mal da. Da hat er ja dieses Fell. Das heißt, das müssen wir jetzt noch in der Maske korrigieren. Gut, dazu nehme ich jetzt da, warte, ich schreibe das jetzt gleich Hintergrund, das passt eh neu. Ich tue jetzt da ein bisschen die Deckkraft von dieser Ebene reduzieren, weil dann sehe ich da ganz schematisch leicht durchschimmern sein Fell. Und das müssen wir jetzt da in der Maske noch ein bisschen nachbauen. Und dazu arbeite ich mit einem Stifttablett. Das heißt, das ist
desto ich schalte nur kurz die zwei Ebenen aus, dass ihr das seht. Also das heißt, mein Stifttablett, das ist ein Stift und ein Tablett und mit dem kann man halt dann wunderschön wie mit einem Zeichenstift auf einem Blatt Papier diese Haare einmalen, weil mit der Maus wird das schwierig. Gut, so, jetzt nehmen wir noch einen passenden Pinsel dazu, nämlich nicht den standardmäßig rund- und weichpinsel, der ausschaut wie eine Spraydose, wenn ich jetzt also einen Punkt mache, ich zeige euch das nochmal kurz. Also dieser Pinsel schaut aus wie eine Spraydose, also das heißt, der sprüht so. Nein, wir nehmen uns jetzt einen anderen Pinsel und zwar den weich und mit auslaufenden Enden. Also das heißt, wenn ich jetzt da die Pinselspitze kleiner mache, so, kommst du her, kleiner mache, bestätigen, machen wir es noch kleiner, so, dann kann ich da wunderschön so die Haare auslaufen lassen. Ich lösche jetzt die Ebene wieder, so, schwarze Farbe, gehen wir auf 50% Deckkraft circa und jetzt malen wir uns da das Fell wieder hinein. Also das heißt, ich arbeite jetzt auf der Maske. Schaut mal, ich zeige euch jetzt nur kurz, wie die Maske. Ah, jetzt habe ich gerade auf der Maske gearbeitet. Ha! Gott sei Dank habe ich das nochmal gesehen. Also zuerst die Maske aktivieren und jetzt mit dem schwarzen Pinsel auf der Maske arbeiten. So. Das Fell kann man da jetzt super wieder aktivieren. So, schaut euch einmal jetzt die Maske an, die schaut jetzt so aus und das finde ich, wir haben jetzt noch ein bisschen feintunen, indem ich die Werkzeugspitze kleiner mache, auf weiß umstelle und vielleicht da außen die Haare ein bisschen wieder feiner mache. So, aber jetzt schaut das schon aus wie sein Originalfell, Konrad, oder? Ja, ja, also ich glaube, wenn man es vorher nicht gesehen hat, weiß man es auf gar keinen Fall. Ja, gut, ja. Aber jetzt sage ich, da, wo dieser nasse Pelz ist und schaut, wie viel Arbeit wir da noch haben. Also da sitzen wir jetzt noch lang heute. Also habt ihr bis 22 Uhr Zeit, weil dann bin ich circa fertig. Ja, ja. Na gut, das heißt, wir müssen uns jetzt da was überlegen, dass das Ganze flotter geht. Und eine Möglichkeit wäre, ich schalte jetzt da diese Ebene aus, bin jetzt da wieder auf der Gesamtebene, machen wir da nur schnell wieder eine Summe. Wieder ein bisschen kleiner. Und jetzt wähle ich mir da einfach diesen Teil des Felles aus. So ungefähr. Ja, das kopiere ich mir jetzt auf einer Ebene. Ja. Und schalte jetzt einmal alle Ebenen aus und schauen wir uns nur das an. Sehr gut. Jetzt werden wir das Ganze in Schwarz-Weiß transferieren. So, Schwarz-Weiß. Und der Grund, warum ich das mache, ich verrate es euch jetzt schon. Wir wollen uns jetzt eine Fellpinselspitze bauen. Also das heißt, eine Pinselspitze, die ausschaut wie dieses Stück Fell und mit dem werden wir dann das Ganze flott fertig machen. Das heißt, das Fell muss schwarz sein bei der Pinselspitze und alles andere muss weiß sein. Das heißt, als nächstes werden wir mal das Ganze im Kontrast ein bisschen feintunen. Das heißt, wir werden das Ganze deutlich in der Helligkeit aufhellen. So. Jawohl, das schaut schon mal gut aus. Und das ein bisschen noch abdunkeln, den Schwarzpunkt nach rechts. Na, das ist mir schon zu viel. Ungefähr so. Sehr gut. Und jetzt muss ich halt noch schauen, dass ich das da, diesen Nebel da weiß bekomme und nur mehr das Fell schwarz ist. Und das löse, dieses Problem löse ich mit dem Abwedlerwerkzeug. Dieses Abwedlerwerkzeug, wenn ich, hopp, wo fährst du da hin? Bleibst du da? Da ist es. So. Dieses Abwedlerwerkzeug hat drei Möglichkeiten. Ich kann die Tiefen bearbeiten, die Mitteltöne und die Lichter. Und ich möchte jetzt die Lichter noch heller machen. Also das heißt, das, was da eh schon so hell ist, sollte so weit aufgehellt werden, dass es nur mehr weiß ist. So. Ja, und so können wir uns jetzt eine schöne Pinselspitze bauen. Ich werde jetzt noch da mit einem weißen Pinsel die Ränder noch ganz weich zeichnen. Na, mit Weiß muss ich das machen. So. Jetzt
Jetzt werden wir uns da noch die Ränder ganz weich zeichnen, dass ich da einen schönen Auslauf habe und auch hier. So, jetzt habe ich den Feldpilzen soweit vorbereitet. Jetzt kopiere ich mir die Ebene und ich habe da schon ein Dokument vorbereitet, so sollte die Pinselspitze sein in der Größe. Das heißt, dieses Dokument hat 500 Pixel mal 500 Pixel und wenn ich da jetzt mein Fell einfüge, beantworte nur da die Fragen, die mir Photoshop stellt, ist der Pinsel soweit fertig? Mache meine Summenebene und sage jetzt bearbeiten, Pinselvorgabe festlegen. Ja, jetzt geben wir dem Namen Fell 06, sage ich. Okay, und wenn ich jetzt da nehme ich mal eine rote Farbe, dass das seht. Schaut ihr, jetzt kann ich das auch wunderschön, ich mache noch 100% Deckkraft. Ich kann das jetzt in der Größe und kann jetzt da wunderschön dieses Fell stempeln. Okay, der Pinsel ist definiert. Ich schalte jetzt da, diese Ebene brauche ich nicht mehr, die kann man löschen. Schalte jetzt alle Ebenen wieder ein. Und jetzt gehen wir wieder da auf die Maske und reparieren da das Suri. Nehmen wir das Fell, so schwarze Vordergrundfarbe, ein bisschen größer mache ich es. Passt von der Richtung noch nicht ganz, das heißt, ich drehe mir die Pinselspitze noch ein bisschen. Jawohl. Und jetzt kann ich ja dieses Fell, jetzt muss ich die Pinselspitze wieder ein Stück drehen. Also die Kunst ist es immer, die Masken dann zu perfektionieren, wo ich meine Freisteller anwende. So, jetzt muss ich das wieder drehen. Jawohl. Kleiner muss ich es noch machen. Da haben wir jetzt nämlich ein... Da gefällt mir gut. Wir drehen die Pinselspitze wieder. Ja. Und wir machen sie wieder eine Spur größer, weil da hat er ja wieder viele Haare, die da hinaushängen. Und da werden sie jetzt ganz groß. Sehr gut. So, die Seite hätten wir mal. Jetzt switchen wir den Pinsel auf die andere Seite. Noch eine Spur drehen. Ja, ein Stückchen muss ich noch drehen. So, genau. Da machen wir das Fell auch fertig. Ja, wir haben es gleich. Also ihr seht, ein bisschen kleiner mache ich noch die Pinselspitze. So, jawohl. Genau, und jetzt mache ich eben da das Fell noch fertig. Ich drehe noch einmal. Ja. Also die Kunst ist es halt immer, das Problem relativ flott zu lösen mit einer gewissen Technik. Der Martin hat es eh schon angewendet, uns halt mitgeteilt. Es gibt viel Tutorials auf YouTube, aber entscheidend ist immer, ein hochwertiges Ergebnis und dass man relativ flott hinkommt. Und jetzt sage ich mal, Konrad, was sagst du zu deinem Fell jetzt da und zu dem Freisteller? Ist beeindruckend, muss ich sagen. Ja. Ne? Also ja. Man kann jetzt noch da sie ein bisschen spielen. Ja. Das heißt, ich nehme jetzt wieder den normalen Pinsel. So, ich nehme jetzt wieder den normalen Pinsel. Und zwar, der ist jetzt ganz oben. Schaut, ja, da ist er in der Bibliothek drin. Den Pinsel habt ihr jetzt für immer und ewig. So, ich nehme jetzt wieder diesen runden und jetzt kann ich da noch ein bisschen das Fell noch ein bisschen optimieren. Also das heißt, da sind die Haare ein bisschen länger noch, da kann ich es noch ein bisschen optimieren. Aber da muss ich jetzt nicht mehr viel machen. Da das ist noch ein sehr, sehr beeindruckendes Beispiel, Oliver. Ja. Ich kann euch nur aufrufen, schickt uns bitte Fotos, wenn ihr ein Photoshop-Problem habt oder eine Bildidee. Wir freuen uns immer sehr über Einsendungen, die wir dann live lösen können und man sieht ja, dass er sehr komplexe Dinge, wie das Foto von Konrad heute, die der Oliver da immer für uns zaubert. Aber wir sind ja noch nicht fertig, weil jetzt muss ich da noch die Deckkraft erhöhen, auf 100%, so, und jetzt sind diese Geisterschatten im Hintergrund weg, schaut, jetzt sind sie da und jetzt sind sie weg, die Geisterschatten. Ja, ein Punkt noch, am Moment, da ist mir jetzt irgendwo eine Kleinigkeit passiert, ich muss jetzt nochmal da diesen hellen Punkt da hinten entfernen, bearbeiten, Fläche füllen, zur Wiederholung, dass Sie es alle merken, inhaltsbasiert. So, der Punkt ist weg. Okay, gut, schauen wir nochmal. Jawohl. So, und jetzt komme ich zum Punkt, weil das war ja heute auch Thema, dass man sagt, in Zukunft, die Software wird immer besser und künstliche Intelligenz und die Smartphones werden immer mehr können. Aber eines
werden, glaube ich, die Smartphones und die Software noch lange nicht können, sind dann künstlerische Entscheidungen, die ich dann bei der Bildbearbeitung treffe. Und was meine ich da jetzt damit? Ich habe schon bei der RAW-Konvertierung habe ich schon mal gesagt, naja, ich habe bewusst das Bild ein bisschen wärmer gestaltet, weil es für meinen Geschmack ein bisschen zu kühl wäre. Ob das eine Software in Zukunft erkennen kann, da werden noch ein paar Jahre vergehen. Was mir bei dem Bild jetzt noch auffällt ist, ich habe jetzt da wunderschön diese Brauntöne und Gelbtöne in seinem Fell. Dann habe ich da im Wasser diese Blautöne, also Blau und Orange. Das ist schon so ein natürlicher Farbkontrast. Und da hinten habe ich dieses satte Grün und das gefällt mir nicht so gut. Also das heißt, ich möchte dieses satte Grün jetzt ein bisschen weniger und daher werden wir das Ganze jetzt ein bisschen da entschärfen. Mhm. Ja, und am besten macht man das mit einer Farbton-Sättigungseinstellungsebene und sagt jetzt, da nehme ich mir jetzt den Wähler und sage, ich nehme mir jetzt da bitte dieses Grün auf, das hat er mir da jetzt gefunden, bitte ein bisschen mehr Grün noch nehmen, jawohl, und wenn ich da jetzt den Farbtonregler schiebe, schaut her, wird das Grün plötzlich auch so schön orange. Natürlich hat sich jetzt dieser Effekt auf das ganze Bild angewandt. Das heißt, ich muss jetzt die Maske invertieren. Nimm mal einen weißen Pinsel, da nehme ich jetzt ca. 80% Deckkraft. So, 80% Deckkraft. Und da, wo dieses giftige Grün ist, da, das werden wir jetzt ein bisschen in Brauntöne gestalten. Das machen auch gern die ganzen Instagrammer. Die tun das Grün so rot einfärben. Das ist jetzt so ein moderner Look auf Instagram. Okay, das wäre jetzt die eine Geschichte. Jawohl. Konrad, was sagst du? Ist doch gleich viel angenehmer, wenn das Grün immer im Hintergrund ist. Ja, oder? Also ich hätte das Grün, glaube ich, auch reduziert. Ich hätte es anders gemacht, aber ist absolut okay. Ja, also das ist ja das Tolle. In Photoshop gibt es viele Möglichkeiten, zum gleichen Ergebnis zu kommen. Ja. Für mich immer hochwertiges Ergebnis und schnell muss sein. Genau, so, ja. Und die nächste Geschichte ist, ich habe euch schon von diesem Farbkontrast erzählt. Also das heißt, da habe ich diese Orangetöne und da habe ich das Blau. Und das Blau, das würde ich jetzt in diesem Bild noch ein bisschen verstärken. Das heißt, ich nehme mir da jetzt eine Farbbalance, gehe da ein bisschen ins Zyan und da ein bisschen ins Bläuliche. Natürlich hat sich das jetzt wieder aufs ganze Bild aufgewendet. Ich tue die Maske wieder invertieren, nimm mir einen weißen Pinsel und da, wo es jetzt so blau werden soll, das Wasser, mache ich es ein bisschen intensiver. Schaut mal, wie schön das kommt. Oder? Mhm. Ja, jetzt haben wir mal den Farbkontrast oder einen Bildlook erstellt. Ja, und jetzt bin ich der Meinung, dass ich sage, die Siri ist jetzt da Vollgas zu sehen, der Hintergrund ist jetzt einigermaßen sauber, aber vom Gefühl her kehrt das Bild ein bisschen mehr in die Mitte. Aber mir gefällt jetzt dieses Panorama und ich möchte jetzt beim Freistellen jetzt nicht da was wegnehmen und in ein quadratisches Bild kommen, sondern ich hätte gern dieses Panorama und würde gern da auf der linken Seite ein bisschen mehr haben. Ja, machen wir wieder uns eine Summenebene und jetzt wähle ich mal einfach da den linken Teil aus, bis daher circa, und kopiere mir das wieder auf eine Ebene. Ja, jetzt nehme ich mal das Freistellwerkzeug und sage, naja, wie weit wollen wir da jetzt dazu? Gehen wir ungefähr das dazu, dann ist sie ungefähr, also wenn man den Schwanz hinten auch noch mitnimmt, ungefähr in der Mitte. Okay, jetzt habe ich sozusagen das Photoshop-Projekt vergrößert um diese Länge und jetzt ziehe ich mir einfach da mit gehaltener Shift-Taste den Hintergrund auf die Seite. Das merkt kein Mensch, dass wir das da gestretcht haben. Und das Tolle ist, wenn ich das so eindimensional stretche, da passiert viel und je näher es da zur Kante kommt, passiert gar nichts. Also das fällt kein Menschen auf, dass wir da jetzt gestretcht haben. Ja, jetzt sage ich, haben wir den Hund jetzt wunderschön in der Mitte und jetzt habe ich da so diesen schönen Vordergrund mit der Spiegelung und für meinen Geschmack, und das ist jetzt mein persönliches Bauchgefühl, habe ich da oben noch ein bisschen zu wenig Luft. Also das ist so jetzt mein Bauchgefühl. Das heißt, wir machen das gleiche jetzt nochmal oben, aber ich ziehe mir jetzt da nur bis zu die Ohren hinunter, dass ich da ja nicht die Ohren erwische, eine Hilfslinie. Weil mit dieser Hilfslinie
kann ich mir da wunderschön eine Auswahl treffen, die passt sich da jetzt wunderschön an diese Hilfslinie an, kopiere mir das wieder auf eine eigene Ebene, die Hilfslinie brauche ich nicht mehr, die schiebe jetzt wieder mit dem Verschieben-Werkzeug nach oben, nimm das Freistellwerkzeug und mach mal oben auch ein bisschen mehr Luft, ungefähr so. Und genauso wie vorher ziehen wir jetzt da mit der gehaltenen Shift-Taste den Hintergrund ein bisschen mehr nach oben. Und jetzt, sage ich mal, sind wir so weit, dass ich sage, okay, jetzt haut es hin. Aber das habe ich nämlich heute gelernt. Die zwei Hundefotograf-Spezialisten haben gesagt, das Licht in den Augen ist so wichtig. Und das fällt mir da vielleicht bei dem Bild von Siri nicht so stark auf. Also ihr seht es eh da, es ist ein Reflex da, aber der ist sehr schwach. Na gut, ich lege mir da eine leere Ebene an, nehme Vordergrundfarbe weiß, 100% Deckkraft. Das ist jetzt nur mal eine Vorarbeit. Malen wir da diesen Reflex jetzt einmal mit weiß an. So, da auch. So, okay. Jetzt schaut es natürlich sehr magisch aus. Also das ist jetzt zu intensiv. Nächster Schritt, wir wollen jetzt einmal diese Ebene verrechnen mit dem Hintergrund. Und das geht in dem Fall am besten mit linear abwedeln. Und jetzt sage ich, jetzt kann ich das steuern und sage, naja, jetzt ist viel zu giftig. Nehme die Flächendeckkraft und sage, jetzt ist wieder null. Und jetzt erhöhe ich das langsam. Und schaut einmal, jetzt kommt das Auge. Und ich glaube einmal, bei 20% Flächendeckkraft ist das ausreichend. Was sagst du, Konrad? Ja, wunderbar. Ja. Wie gesagt, also es führen ja in Photoshop viele Wege zum Ziel. Also ich kann es auch mit Touch and Burn machen. Nein, ja. Nein, also meine Verrechnungsmethode wäre halt negativ multiplizieren gewesen, aber ich glaube, du kommst da, ja, also, halt da ein bisschen anders. Aber wie gesagt, das sind, ja, das sind genau. Details. Ja. Ja, aber entscheidend ist, dass nachher die Augen wunderschön sind. Ja, und die sind jetzt wunderschön. Ja. Und ein paar Spritzer sind da verloren gegangen, weil da habe ich müssen die Hunde wegtun. Und das hole ich mir jetzt noch schnell die Spritzer. Also ich eröffne da jetzt nur noch schnell eine Datei, die habe ich vorbereitet. Einen Moment, Fotocafé, Sendungen. So, und die heißen Wasserspritzer. Öffnen mit Photoshop. Weil die müssen wir wieder zurück, weil das war eine Vorgabe von Konrad, keine Spritzer dürfen verloren gehen. Okay, das sind die Spritzer, die ziehe ich jetzt in dieses Photoshop-Projekt. Das ist einfach so eine Datei, die hat man fotografiert im Studio, wo man wirklich Wasserspritzer fotografiert hat, vor schwarzem Hintergrund. Und wenn ich die jetzt da platziere, ich mache es sogar noch ein bisschen schräg, und jetzt einen Verrechnungsmodus anwende, der schwarz ausblendet, nämlich negativ multiplizieren, sind die Spritzer da. Sind die Spritzer wieder da, und jetzt muss ich das nur mal, diese Kante da mit der Maske ein bisschen feintunen. So, da tun wir es noch weg, vom Hund tun wir es auch ein bisschen weg. Schaut her, und jetzt haben wir diese Spritzer da im Hintergrund auch wieder. Jetzt ist das Bild wunderschön dynamisch, und ich sage einmal, ich wäre jetzt soweit fertig. Ja, ich schaue nochmal auf meine Checkliste. Ja, ist es soweit. Und ich mache jetzt noch einen Hinweis auf nächste Woche, 21. April, 19 Uhr, ist wieder die Photoshop-Übungsstunde. Anmelden könnt ihr euch immer wieder auf der Homepage von der Wiener Fotoschule. Und Konrad, wenn du jetzt zufrieden bist mit dem Bild, dann kriegst du gerne von mir diese Photoshop-Datei. Sehr, 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 sehr gerne. Und ich muss sagen, ja, habe auch wieder die eine oder andere Sache gelernt. Ja, das freut mich. Und jetzt komme ich nochmal auf den Punkt, weil das hat der Martin heute auch schon mehrmals erwähnt. Er hat gesagt, die Software, die werden immer besser. Also dieses mechanische Arbeiten, das wird immer leichter und schneller für uns, entweder mit Filtern und sowieso. Aber diese künstlerischen Entscheidungen, also das heißt, wo wir entscheiden aus dem Bauchgefühl, braucht das Bild ein bisschen mehr braun, ein bisschen mehr blau oder dieses eine Bild, was mir vielleicht so gefallen hat, diesen Hund vor diesem Sonnensessel da. Also, und das werden die Maschinen, bin ich der Meinung, und Martin, ich glaube, da gibst mir du auch recht, noch länger nicht können, und daher ist unsere Fotografie oder wir als Fotografinnen und Fotografen noch immer berechtigt, sage ich mal, obwohl die Maschinen immer besser werden. Ja,
dann gehen wir wieder zurück noch ins Studio, nach Wien. Ja, danke, Oliver. Wobei ich sagen muss, ich muss da jetzt eigentlich entgegenhalten. Also ich glaube, das wird uns überrollen. Und es wird trotzdem der Fotograf extrem wichtig sein. Also das ist überhaupt keine Frage. Aber wenn du überlegst, was an Technik in einem Smartphone drinnen ist, dann sind ja die Handyhersteller noch weit davon entfernt. Und da wird sie einiges tun. Und auch dieses Fail freistellen, was du da jetzt machst, mühselig, in 2 Jahren werden wir das überhaupt nicht mehr diskutieren. Da wirst du irgendwie einmal draufklicken und es wird freigestellt sein. Da hat sich so viel getan, aber nichtsdestotrotz, sozusagen der Mann hinter der Kamera wird ja auch noch wichtig bleiben. Und ich glaube, es ist auch ein Unterschied. Also gerade für Berufsfotografen, ich glaube, da muss man einfach dranbleiben. Und natürlich, diese ganze künstlerische Entscheidung, das ist wichtig, aber es wird sich sehr viel ändern. Und ich glaube, wir können nicht abschätzen, was da auf uns zurollt. Naja, also Martin, wenn du dich nochmal einschaltest, bitte. Also ich bin ja der Meinung, dass also auf die Berufsfotografen in Zukunft zukommen wird, dass wir Bildteile fotografieren werden und der Rest wird im Computer passieren. Also das heißt, wenn ich eine Bildidee habe, ich fotografiere eine Person im Studio und wenn die Person dann nachher zwischen fliegenden Kästen dargestellt werden, dann wird das mit CGI gelöst. Und das wird, glaube ich, die Zukunft auch der Berufsfotografen sein, dass sie auch dann in Zukunft digitale Welten erschaffen können mit 3D-Programmen. Ja, da kann man sagen, das ist nicht die Zukunft, das ist die Gegenwart. Der IKEA-Katalog beispielsweise ist 100% CGI. Es heißt aber natürlich CGI, nicht, dass jeder so sein muss, also dass jeder das machen muss. Man muss nur wissen, was ist möglich, ist es was für mich, wenn es nichts für mich ist, wie kann ich meine Kundenwünsche befriedigen und mit wem kann ich zusammenarbeiten, damit wir das Ganze einfach erledigen können. Ja, also zum Beispiel Hochzeitsfotografie. Also da habe ja ich die Theorie, dass die Zukunft der Hochzeitsfotografie so sein wird, dass der Fotograf vielleicht schon noch präsent sein wird. Aber der Fotograf, der Hochzeitsfotograf der Zukunft wird ein Netzwerktechniker, weil der wird alle iPhones, die an dem Tag vor Ort sein, zusammen vernetzen und dann da diese Images, egal ob das jetzt Bewegtbild oder Einzelbild ist, generieren und das innerhalb von einer halben Stunde dem Brautpaar abliefern. Genau, und zwar das Thema daran ist, dass jetzt wahrscheinlich nicht nur die Smartphones vor Ort, sondern wahrscheinlich auch 360-Grad-Kameras, die mitfilmen. Ja, genau. Und ja, das Drohnen, Wichtige, die herumfliegen. Und das so. Wichtige daran ist halt, dass man dann quasi das ganze Bildmaterial dann sichten muss, weil das ist ja immer so der Albtraum, sondern auch da das wiederum. Das macht die KI dann wieder. Ganz genau. Da ja, ganz das macht genau, die KI wieder. Über Machine Learning wird das auch ein gelöstes Problem sein. Nichtsdestotrotz, die Bildwinkel und der Look des das Gespür vom Fotografen und von der Fotografin wird trotzdem genau in dem Gebiet wahrscheinlich trotzdem sehr, sehr lang nur das sein, was man dann wirklich zahlt. Also ich sage ja, diese künstlerischen Dinge, die werden bestehen bleiben. Welche Werkzeuge wir in Zukunft nutzen, die werden sie ändern. Ich werde jetzt einmal den Beinhard abwürgen, weil ich so weit fortgeschritten jetzt sind wir gerade warm geworden. Aber dieses Thema werden wir uns für den Herbst mal für eine Sendung vornehmen. Da wird sie wieder einige, in einem halben Jahr wird sie einiges getan haben. Ich sage euch einmal vielen herzlichen Dank. 2 Infos vielleicht noch zum Schluss, nur mal ganz kurz zu unserer Verlosung dann nächste Woche. Und zwar alle, die uns noch Bilder schicken, können jetzt quasi mitmachen. Und wir haben ein Wacom-Tablet, ein kleines, wir haben eine Speicherkarte, 128 GB, dann bekommen wir noch einen Gutschein. Also wer uns jetzt noch ein Bild schickt, kann mitmachen und wer schon eins geschickt hat, nimmt auch automatisch teil. Ich habe euch den Link jetzt noch einmal zum Hochladen schon gepostet, der ist auch auf der Webseite, den findet ihr leicht. Das nächste Fotocafé ist dann am 25. April. Es wird einerseits die Bildbesprechung geben, Gast steht noch nicht ganz fest, aber ein paar interessante Leute angefragt. Somit ist der offizielle Teil zu Ende. Vielen Dank, schönen Abend. Und das Fotocafé bleibt jetzt noch 15 Minuten offen, vielleicht ein bisschen noch zu quatschen, wenn noch jemand Lust hat, das eine oder das andere. Vielen Dank, schönen Abend. Ciao. Und ciao. Wir machen uns jetzt ein Bierchen auf, oder?